Okay. Oh, das ist ganz weg. Ja, ich habe nochmal neu gestartet. Okay. Das war jetzt mit Absicht. Ich kann aber nicht versprechen, dass es stabil läuft. Dann liegt es wirklich an Twitch, wenn das jetzt weiterhin so kacke läuft. Weil ich habe sonst nie Probleme. Das läuft immer wie geschmiert. Und im E am Ende. Hä? Ah, ich weiß es. Echt, die roten Punkte haben es jetzt ausgemacht. Denkt an den Martini. Komm, packt jetzt aus. Ui, Aber toll. was? Oh, wartet, 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 wartet. Hat so random geschrieben. Warte, 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 unser Kronk. Ja, wir können ja ewig darauf Ja, warten, du dass bist leider jemand gerade im Ü-Bereich, du und nicht am Ü. Das wird ein jetzt Wort nicht aussuchen. funktionieren. Also Ja, wir die können uns da ja Initiativen eigentlich sind ziemlich sehr Zeit gut auch für lassen. Vlogs Nee, unterwegs. Wenn das man Wort welche sucht sich irgendwann aufruft, von nicht so selbst wie ich, aus. Ja. Ach dafür bin ich so. halt echt Wenn super. du es nicht Deswegen bin auswählst, ich dann hier machst du auch es irgendwann Es selbst. läuft jetzt, es läuft exorbitant jetzt. teure Webcam, aber ich habe mir die Okay, eingerichtet. das heißt alle nochmal raus. Jetzt bin So, ich wieder ich schmeiß Erster nochmal und wir Werbung machen. rein. Ich schmeiß jetzt Werbung rein, wir sehen uns gleich wieder. Ich hole dir das Paket. Und ich guck mal ganz kurz eine Er Sony. Ich wirft schau mal jetzt eben, was Werbung das rein. Ja, hier leck mich ist. doch. Ich habe schon wieder eine Fehlermeldung. Es geht Aua. weiter. Vergiss mal die Bezeichnungen. Wo steht denn hier drauf? Jetzt ist Carina Er will raus. aber auch noch ein paar Minuten Pause machen und dann Da das steht nur Paket Sony holen in drauf. der. Hier steht Oh! keine Bezeichnung. Sony, Okay, Sony. Suse. Ist Suse eigentlich noch da? RX-104. Ich muss das Ja, so schnell darauf trinke ich schreiben. erst. So, die ist das. So, Genau, ich hole mal erstmal ganz kurz eben. Ihr wisst Bescheid. Steffi, ich kann Und leider Paket. nur Und Whisky-Shots gleichzeitig holen wir vielleicht mal trinken. ganz kurz irgendwas Ich hab kein Kleines zu Tee. essen. Nicht! Irgendwas Kleines zu essen. Ich weiß noch nicht genau, ob irgendwas Ich hab Kleines hochprozentigen. da ist. Oh ja! Ich schau mal. Vielleicht habe ich ja genug. Hochprozentigen? Habe ich da hochprozentigen gehört? Bis dahin legen hier wieder ein paar DJs auf. Wir haben Das extra ist welche gebucht. richtig gut. Kronk macht jetzt Pause. Okay, also können wir Dann weiterspielen. klingt. Jawohl. Ist ja alles. Ich habe auch keine schlechten alles Whiskys da. Nur so, also wer will einfach nur Bescheid sagen, nicht geholt. Okay, dann schmeiß mal rüber. Ja, was willst du denn? Also ich habe von 20 bis 40 Euro alles. Oh ja. Pieks. Ah, Oh Gott. Hätte aber auch ein Stinktier sein können. Nee. Ohne die rote Farbe? Das sah mir schon zu stark nach einem Stachel aus. Wer ist dieser dicke Bärtige? Was? Melli. Wer wollte dieser dicke Hä? Bärtige Mann, dicke. Der Was? dicke Bärtige Mann wohl sein, Oh hm? Gott, weiter! Ich schreie seit 30 Minuten den Bildschirm an. Das Oh, schrecklich, ja, jetzt nimm mal Suse, das. du Armer! Hat mich wer erschlagen? Ich bin gerade Zweiter, das darf nicht sein. Nee, ich bin Nein, wir Dritter, spielen ja das darf weiter. nicht Kronk sein. macht ja gerade eine Pause. Hallöchen, Das darf nicht Melli. Einen sein. wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Hab's ihr schon geschickt? Er sagt, 2 bis 3 Minuten. Ach Gott. Okay, dann geht's aber los. Mr. Burns! Hello again! Ich sag immer wieder hello again. Oh, was ist das? Ich hoffe, ich zeichne gerade das Richtige. Was ist das? Das sieht aus wie eine Muschel. Ich Doofus. google das Wort gerade mal. Ach, jetzt Ah. weiß Ach nein, doch nicht. Oh nee. Okay, gut, endlich mal etwas, was ich zeichnen kann. WTF. Oh! Nee, doch nicht. Oh, sehr schön. Wäre auch zu einfach. Yay. Ich hab's. Ich hab's auch. Endlich mal etwas, was ich wirklich zeichnen kann. Ich kann zwar Meine nicht viel zeichnen, liebste aber ein Flugzeug Melli! kriege ich hin. Yippie! Ach Mensch, du hattest so einen Ah, es Vielleicht ist ein einmal guten ganz Tag hier. Meine spezielles Flugzeug. Was? Flugzeug? Okay. Schön, dich zu sehen, Melli! Und willkommen zur 500 Follower Party! Zu viele Whisky-Shots, ich sag's dir. Ja, total. Hau rein. Heute wird gesoffen. Ich Ja.
würde mich eine Runde einklinken, wenn ich einen Link... Natürlich, natürlich, liebe Ria. Den bekommst du. Du kannst so lange mitspielen, wie du möchtest. Du bist herzlich eingeladen. Oh, Mann. Hä? Wieso zeichnet... Das ist dasselbe, was ich gerade gemacht habe. Okay. Oh, ich liebe du auch. Ah. Aber nächste Woche machen wir Splatfest, meine Liebe. Ah. Du schaust gerade über TV. Ja. Oh, das ist so lieb von dir. Ganz entspannt. Wenn es dir heute nicht so gut geht und du einfach erschöpft bist, das ist nicht schlimm, wenn das heute nicht klappt. Ich habe euch nur vermisst. Ich vermisse euch immer. Wir unternehmen viel zu wenig miteinander. Yes. Wir müssen uns bald mal wieder zusammensetzen und ordentlich zocken. Werden wir ja sowieso. Ja, nächste Woche, wenn wir durchzocken. Mit der lieben Tini. Aber Tini antwortet auch gar nicht. Was ist da los? Spielen? Tini hat bestimmt Stress gerade. Ich weiß gar nicht. Sie sagte, sie würde auch nächste Woche gespielt? Julia? Ja? Tini hat derzeit ziemliche technische Probleme. Oh, scheiße. Was Streaming angeht. Die hat gestern so starke FPS-Einbrüche gehabt, das war nicht mehr... Gut, das habe ich aber auch gerade, ne? Das kann auch an Twitch liegen, aber na gut, wenn... Sie hat ja auch diesen... Und das dauert. Ach so, okay. Okay, was kommt denn jetzt? Wir müssen das definitiv, Melli. Ja, das müssen wir. Gib schon mal einen Like. Flügel an. Der Pfeil. Ria ist drin, ja! Ja, oh, Mann. Jetzt wir kriegen so langsam eine schöne Gruppe. Wenn's, kann mir bitte so jemand von euch Bescheid geben, wenn der Gronkh die Pause beendet hat? Das wäre super lieb. Weil da müssen wir umswitchen. Oh, das essen meine Vögel nicht. Was? Dankeschön, Roxas. Das muss man erkennen. Tini braucht einen neuen PC. Ja, sie hat ja auch momentan alles so über einen Laptop laufen, ne? Und das ist nicht sehr stabil. Ach, shit. Das hat viel. Ja, das Problem kenne ich, wenn man nicht richtig schließt, ne? Das kann man essen. Hä? Ich verstehe es nicht. Gemüse. Round 4. War keine Tomate. Doch, das ist eine Tomate. Tomate. Hättest du Kühlerum gebraucht, oder wie? Ich hab versucht, mit der Kartoffel das so spät und gemeint ist. WTF ist das denn? Ich wollte die Gurke komplett grün färben, das ist ein ganzes Bildschirm grün geworden. Das heißt... Ja. Genau, Julia. Marmelade. Marmelade. Naja, wenn Bierdeckel nicht klappt, dann habe ich gedacht, Marmeladen klar. Der Wort Bierdeckel ist eigentlich für ein Untersetzer. Ja, also ja ich ja, weiß. Ja, da wo du das Glas draufstellst, das ist ein Bierdeckel. Das oben ist ein... Das ist ein anders. Ach man, Kronkorken, ich hab Bierkorken. Oh. Bierkorken. Fuck off. Aber der Tipp war nicht schlecht von Agent Zero, auch wenn er zu spät kam. So mit Denk an Fallout. Ganz schön. Ja. Also, hier geht die Frage, was ist denn? Schon wieder Kronkorken? Nö. Nächster, bitte! Nee, es ist nicht, okay. Ja, nächster, bitte, genau. Zu random. Nun ist gut. Was ist mit zu random? Hab ich gerade nur abgebrochen. Dann geht das da. Ja, wenn noch einer muss, okay, dann ist Schluss. Kleiner Du ist gut. Vielen lieben Dank für den Follow. Katja, die Echte, vielen herzlichen Dank. Du kannst gerne mitspielen, wenn du das möchtest. Aber natürlich kannst du auch einfach nur zusehen, wenn du willst. Ah, okay, ich verstehe es nicht. vielleicht soll das so ein... Da kommt ihr nie drauf. Lalalala. Doppelkeks, Oreo, ich weiß es nicht. Ihr seid mit Keks voll nah dran.
Danke, Roxas und Ria. Paket wird... Ich bin gerade dran, okay. Das Paket wird geöffnet, ihr Lieben. Oh Gott. Soll ich aber ich gucke erstmal rüber, nicht, dass wieder Fehlalarm ist. Wartet, ich gucke erstmal. Du kannst ruhig schon mal anfangen. Also der sitzt immerhin schon in der Aus... Okay. Oh, jetzt kommt erstmal Werbung, bla bla bla. Ihr könnt ruhig weiterspielen. Ich lasse das einfach mal hier laufen. Erhebt das Paket jetzt hoch. Oh nein. Dann machen wir nach dem Wort jetzt hier eine ganz kurze Pause. Das Paket ist riesig, Alter. Jetzt. Ich werde jetzt mal kurz hier umschalten. Man sieht es vielleicht ein bisschen, ist ein Deliktzeichen und da bricht aus. Und da steht noch, man darf es nicht aufschneiden. Ich habe es aber vorab schon geöffnet. Es ist kleiner als gedacht. Nein. Wenn ich damit anfange, das wird nichts. Oh Gott. So random! Danke für die Nachricht übrigens. Oh Gott. Du bist mitteilen. Oh, ist das big? Alter. Mein Gott, ist das spannend! Ich versuch's grad. Start zuerst, liest mich. Also, ganz kurz, ne, damit ihr wisst, worum es geht. Erik macht Sport, das ist richtig. Oh Gott, ist das. Ach, so Schande! Darum geht's. Es ist voll mit allem. Boah! Plus eine Anleitung. Ich weiß noch nicht genau, was es diesmal ist. Wir werden es gleich gemeinsam herausfinden. Das ist unförmig. Jetzt muss ich ja, da muss ich natürlich wieder in die Kamera halten. Man kann es erkennen, wenn man Schloss 1. Und falls ihr euch erinnert, lieber Mr. Bean. Start zuerst, lies mich. Falls ihr euch erinnert, das letzte Paket von Stereo war das Fallout-Paket. Und da waren Pen and Paper drin. Und wir haben einen Stream lang komplett Pen and Paper gespielt. Und das war schon sehr krass. Die Leute, wir machen gerade eine kleine Spielpause, okay? So. Okay. Ich öffne mal wir kurz spielen gleich Start, weiter, weil jetzt ist er wirklich krass am Auspacken sein tun. Das war so gut damals. Ja, das war mega. Das war alle echt raus. Mega. Alle raus. Der Startumschlag. Ich bin gespannt. Alter, ist das aufwendig. Mann, was ist denn los cool. Mit dem Ding? Es ist diesmal in Zusammenarbeit mit Dedelic, soweit ich weiß. Dedelic kennt ihr ja von Edna bricht aus und Harvey und Deponia. Und inzwischen ungefähr 50 Millionen andere spielen. Ja, Dedelic hat sich die letzten Jahre, seitdem wir Edna damals gespielt haben, hat sich Dedelic ein bisschen gemausert. Okay, ich halt einmal zwei auf Standorte. Selber, Vollbild. Heißt nicht alles doppelt? Vollbild? Habe ich sowas wie Vollbild überhaupt? Also ich kann Vollbild machen, aber da wird nichts mehr angezeigt. Also nichts, wirklich gar nichts anderes mehr. Das ist von dir? Ich habe leider diese Dinge, die Herzcam habe ich nicht mehr. Wisst ihr noch, welche der ich meine? Der Gronkh hat gerade ein oder Paket vor sich und jemand ganz Liebes, die ich kenne, die ist auch hier auf größer. Twitch, das ist das Gestrüpp. Die Cam ist genauso groß wie sonst. Die hat sich daran beteiligt, also die hat was gemacht und das wollen wir uns jetzt anschauen. Ich glaube, das geht. Also ich glaube, da können wir auch den normalen Talkbildschirm nehmen, der ist ja inzwischen anders. Wir können aber auch, wenn ihr euch da vielleicht heimischer fühlt, können wir natürlich auch das hier nehmen. Vielleicht ist Dedelic das ja hat drei für Standorte. Euch, das vielleicht fühlt ihr euch hier mehr zu Hause krass. Bei diesem Layout. Man weiß es nicht genau. Ocarina ist raus. Komm, jetzt mach weiter. So. Auspacken, Kollege. Verstehst du das? Unboxing und Kiste nicht zeigen. Verstehe ich nicht. Unboxing heißt ich verstehe Teil dieses Teil Layout der Kiste. So. Ach ja. Jo. Oh, was macht der denn jetzt so lange? Okay. Aber ganz ehrlich, die Cam ist hier genauso groß wie drüben. Der geile. Also es macht keinen Unterschied. Wir haben früher ja immer damit Unboxings gemacht. Alter, es was macht hat da der wirklich für ein sehr Problem? Wenig. Also Gronkh ist so. Echt krass okay. Im Prokrastinieren. Ich frage mich ehrlich, wer unten. Nein, jetzt habe ich schon wieder. Ich lese erstmal vor. Ja, ich verlese das erstmal. Und das Gute ist, ich muss jetzt nicht mehr immer in dieses Mikrofon, sondern ich kann jetzt einfach mit dem. Ist das geil, mit dem Mikrofon, das ist schon mal ganz gut. Stereo, ich soll das vorlesen, ne? Glaube ich. Stereo. Was? Warte mal, liest der gerade oder habe ich einen Lag? Der liest gerade was. Was ist jetzt los? Was ist jetzt kaputt? Oh, okay, warte. Okay.
Moin Gronkh, alles gut bei dir? Ich hoffe es einfach mal. Es wurde mal wieder Zeit, dir etwas zu schicken und diesmal bin ich nicht allein. Nein, Dedelic hat sich gerne an diesem Abenteuer beteiligt. Oh Gott! Als ich das wusste, habe ich mich für das Thema bewusst auf einen Klassiker konzentriert, welcher dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Und nachdem sich Alex Grimm bereit erklärte, in seine Rolle als Harvey zurückzukehren, beteiligten sich auch immer mehr Menschen. Da gibt's fette Oh Gott! Was hast du getan? Danke, Sierra, für deinen Host! Mit 43 Zuschauern! Wozu brauche ich Sprecher, fragst du dich nun vielleicht. Dankeschön! Meine Lieblings-Game-Schmiede. Ich bin so ein richtiger Point-and-Click-Mensch. Nun, wir haben ein kleines Spiel für dich erstellt, welches auf dem USB-Stick enthalten ist. Oh mein Gott, Sierra, dankeschön! Mir ist gerade der Zettel aus der Hand gefallen. Und Hallöchen! Ihr fragt euch jetzt bestimmt, ja, warum guckt die denn jetzt Gronkh? Dieses brauchst du nicht zu installieren. Ich gucke Gronkh, weil eine ganz liebe Freundin von mir sich an einem Paket beteiligt hat, was er gerade auspackt. Sie hat was ganz Tolles gezeichnet und das packt ihr jetzt aus. Wir wollen das jetzt natürlich live mit anschauen, wie er das auspackt. Okay, gut. Ein extra Spiel, klar. Warum ja auch nicht, ne? Einen schönen guten Abend, Sierra. Ich will dieses Spiel haben. Ein weiser, beräderter Mann sagte dazu, ja, Gronkh über diverse Virenscanner, da ist nichts drin. Bevor wir uns ins Spielevergnügen stürzen, muss ich jedoch gestehen, dass ich auch etwas mitgeschickt habe, das man eigentlich nicht senden Dankeschön. Soll. Mein Gedanke war... Ganz gut. Wir haben gerade Scribble.io gespielt und wurden jetzt ein bisschen Mann, unterbrochen wegen dem Gronkh-Video hier. 1:1 Fallout-Rüstung. Genau, etwas für andere. Oh, und an Hashtag Modsloben denkend, habe ich etwas für die Mods gemacht und kurz danach mitbekommen, dass das bei euch wohl nicht üblich ist. Hä? Für die Mods was machen? Nee, bei uns ist das ganz unüblich. Das ist, passiert bei uns nie. Diese Schmarotzer, diese Mods, die können die ganze Stream kostenlos gucken. Dürfen. Wo kommen wir denn da hin? So. Oh. So, gut. Von daher, hass mich bitte nicht. Zumindest wird es nicht schlecht. Okay, ich bin gespannt. Diesmal ist wenig selbst gemacht, da genug beigesteuert wurde und es gibt auch keine Rätsel. Oh. Fast schade. Aber wahrscheinlich wäre es uns auch zu lang gewesen. So, stattdessen wirst du neben dem PC-Spiel ein Kartenspiel finden. Das ist hier, das Kartenspiel, da kommen wir gleich zu. Wobei dir erst im Spiel gesagt wird, wann du was ziehen sollst. Im Übrigen, ja, es ist beabsichtigt, dass der beiliegende Kartenstapel mit der Zahl 3 beginnt. Du wirst schon sehen. Es macht mir immer wieder einen Riesenspaß, solche Pakete zu packen. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich das gerne ein Leben lang machen, als Beruf. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal drüber gequatscht, ne? Als wir bei dem Fallout-Paket, glaube ich, am Ende. Ich glaube... Man müsste sowas vielleicht anderen Publishern machen. Und eine Labertasche. Mit Dedelic scheint es ja funktioniert zu haben. Ich glaube, wir haben auch darüber letztes Mal geredet. Mit Dedelic hat es offenbar funktioniert. Aber ich fand halt das Fallout-Paket fand ich schon so krass, dass ich bin mir hundertprozentig sicher, Bethesda hätte das unterstützt. Nee, ich glaube nicht. Die waren so bei dem Problem. Das gibt mir immer wieder zu denken. So, warte. Am Arbeiten, ich weiß nicht, ob die okay. Das so einfach mal schnell. Es gibt einfach kein schöneres Gefühl, als diese kindliche Freude in den Augen des Beschenkten zu sehen. Hä? Die Freude, die Neugier, das Wundern, die Fassungslosigkeit und auch das Lachen, wenn mal irgendetwas albern ist. Natürlich ist, wie auch bei den letzten Projekten, nicht alles ernst gemeint, das hier enthalten ist. Manches musst du vielleicht mit einem Augenzwinkern sehen und bei anderen Dingen, zum Beispiel, warum liegt dieser Gegenstand in einem Bett? Kann man es vielleicht darauf schieben, dass es eine Anstalt voller Bekloppter ist? Es ist also wirklich an Edna angelehnt. Männliche Freude. Ein Edna-Spiel. Oh nein, Alter, ich will diesen USB-Stick haben. Oh, Alter, also ich will... jeder, der Edna bricht aus jemals gespielt hat, okay, warte. Was soll ich sonst noch groß erzählen? Normalerweise danke ich immer denen, die sie beteiligt haben, weil das folgt noch im Spiel. Außerdem sind meine Zeilen doch eh uninteressant, oder? Wir müssen wissen, hier geht's ums Zocken. Also los! Junger, dynamischer Gronkh. Ich habe das Bild hier. Ich will das Bild sehen! Junger, dynamischer, sehr gut aussehender Gronkh. Erzähl uns eine Geschichte. Eine Geschichte von Edna und Harvey. Das Einzige, was wir brauchen, ist die leistungsfähigste Grafikkarte der Welt. Unsere eigene Fantasie. Liebe Grüße, dein Stereo.
No. So, PS. Sag mal, hätte aber das macht ihr doch zu Weihnachten, Melli. Ja, das und da freue ich mich immer so, so derbe drauf. Projekt wird, hallo Paaren, falls du gerade zuschaust, dann fängt man damit lieber früh an. Wer mitmachen möchte, bitte bei Twitter melden. Hast du @derstirio bei Twitter oder @stirio? @der_stirio. Platz, ich bin der Landvogt. So, und Edna, ja, Edna, ich musste gerade an dich denken und ob du auch zuguckst tatsächlich. Habe ich gerade gedacht, wo ich hier, aber die leistungsfähige Grafikkarte, das heißt, wer jetzt ein Adventure erwartet, wie Edna bricht aus, das wird es wahrscheinlich nicht. Es wird wahrscheinlich eher wieder in Textzeilen stattfinden, werde ich vermuten. Ach, wir haben ja auch Sprachausgabe, die, oh Gott, dieser Übertreiber. Okay. So, ne. Wenn du vielleicht mal ein bestimmtes Projekt von mir bekommen möchtest, nenne mir doch bitte ein Thema, einen Film oder ein Spiel, nach dem ich mich richten kann. Ich habe mal eine Frage. Jetzt mal ganz auf Twitter Stereo LP. Ich kenne die ganzen Twitter-Handles nicht auswendig, nicht böse sein. Stereo LP auf Twitter. Ne, falls ihr bei der Pan mitmachen wollt, beim Adventskalender Stereo LP auf Twitter. Ich habe mal eine Frage. Der Stereo ist auch gerade da. Wollen wir vielleicht sowas? Der Stereo will das ja beruflich machen. Oder würde es gerne, und das ist ein größter Traum, wollen wir sowas ab und zu mal vielleicht gemeinsam in Auftrag geben zu bestimmten Spielen oder Sachen, die euch, die mich, die uns, die interessieren? Ich lese ja gerade schon Witcher, Monkey Island. Ja, ich hoffe nicht, Steffi. Das ist jetzt wirklich... Das ist jetzt wirklich blöd. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel da drin ist. Und Gronkh ist so eine... Sagen wir mal, eine kleine Labertasche. Grintails-Paket. Ich kotze jetzt schon. Ich habe jetzt auch... Also zwei Stunden möchte ich mir das jetzt nicht angucken. Aber ich dachte, der... Es geht ein bisschen schneller, ehrlich gesagt. Ich dachte jetzt, der macht das Paket auf und holt das Bild raus und... Lala. Oh Mann. Das mit dem Grintails-Paket war keine gute Idee. Habt ihr es gerade gehört? Ja. Ich gucke zurzeit seine Bioshock-Playlist. Oh ja. Also ich gucke noch kurz rein, aber... Aber richtig laut. Guck mal, er ist ja noch nicht mal bei der ersten Sache. Er ist immer noch beim Brief. Dein Bauch war sehr laut. Mann. Alter, was ist denn da draußen los? Oder kann man das nicht also so machen? Also wenn hier gleich alles weg ist, ne? Also wenn der Stream gleich endet, abrupt... Guckt jemand vielleicht den Gronkh gerade parallel? Dann können wir es ja so machen. Das ist voll geil. Kann man bei Gronkh einen Clip erstellen oder sowas? Oder Bescheid geben? Idee. Weil das, ey, ich habe jetzt auch keine Lust, das noch ein, zwei Stunden aufgucken. Weil wir streamen ja eigentlich nur viermal, das war die Zustimmung von oben. Weil das dauert mir jetzt auch ein bisschen zu lange, ihr Lieben. Und die Pakete müssen natürlich auch nicht so aufwendig sein wie bei Fallout so. Oh, guck mal, der hat ja noch nicht mal ausgepackt. Es ist jetzt 10 nach 10. Das ist eigentlich echt eine geile Idee. Und er redet über das Auspacken und hat es bereits vor sich liegen. So, manche Rollen haben sowohl Community als auch Originalsprecher. Falls du wechseln möchtest, findest du den Button im Menü. Ja, dann machen wir das so, klar, weil... Machst du halt noch aufwendiger, ne? Noch kurz. Warum ich mein nicht? Das ist einfach, dieser Mann ist einfach unglaublich. So, wenn sie Pakete packen, okay, beruflich, dann soll sie sich mal bei Loot Chest melden. Die machen auch sowas. Oh, cool, ja. Oh, ich muss mal... Ich kann das Gamepad abschließen, alles gut. Hier ist Edna und Harvey. Das habe ich tatsächlich. Ja, dann mache ich hier erstmal einen Break, weil ich will noch ein bisschen was mit euch spielen. Wenn an die Stelle kommen sollte... Also hier, ich mach mal Werbung. Hier, guck mal. Das ist der Edna dann schalten und wir dann einfach wieder und das dahin. Das Spiel ist auch dabei. Das klemmt hier hinten quasi drin. Da ist das Spiel dabei. Okay, die Box kenne ich. So. Da kann ich mal... Okay, hier ist alles sehr dunkel gerade. Sie lügen. Hier, guck mal. Das ist der Comic. Für Leute, die noch nicht Weil haben. Das dauert echt zu lange jetzt. Und für Leute, die Edna... Aber das ja, das ist ja noch nichts Neues, der Comic. Ach ja, ich habe jetzt meine letzte Flasche Bier. Ich reich die mal schnell. Oh, warte, ich habe noch nicht mal meine erste. Glas füllt. So, ich gebe euch wieder den Link. So, oder bei der Post. Wer arbeitet denn da bei Daedalic? War das eine Künstlerzusammenarbeit? Ja, da war Daedalic mit beteiligt. Das ist das Krasse. Und da bin ich auch hellhörig geworden. Aber wir werden dann einfach, wenn es soweit euch ist, ein, die sich ein Glas gefüllt haben. Da zuschalten, weil das ist besser. Ich will das jetzt nicht 3 Stunden gucken oder 2 und ja. Ist ja auch blöd. So.
nix Säufer hier, also. So, der Link ist in den Chat gepackt worden. Ja, auch nicht das Pack. Ach, bist du noch bei Kraut? Ja. Wie kommt man an sowas ran? Geil, so eine Zusammenarbeit ist ja ein Traum. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Boah, aber ich weiß es gar nicht, glaub, wie man da dran kommt. Da eine Sache mit der Delik zu machen, weil Kronk ja auch schon für... Ja, Kronk hat es da ganz einfach. Ja, der war ja auch schon Synchronsprecher bei Delik-Spielen. Ja er hat ja immerhin den, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, bei Deponia gespielt. Ja, den Müllkippen-Typ da, ich weiß jetzt auch nicht den Namen. Naja. Wie heißt der Drache der? Wird mal kurz wohin gehen. Der kommt gleich wieder, ne? Der was? Nur eine der Person Drache, spielt jetzt mit? Ich hab den Link verpasst. Ich hab den Link okay. Da können wir auch gleich Kronk weiter gucken. Weil ich kurz zu Kronk gewechselt habe. Also bis gleich. Heidelbeeren durch die Nase. Julia? Ja. Kannst du vielleicht nochmal den Link schicken? Ich hab den kurz, weil ich nochmal zu Kronk gewechselt hab und dann. Kannst du mir den bei Discord schicken? Hm? Was? Den Link? Was? Über Discord kannst du mir den auch schicken, ja. Warte mal. Ach, ich soll dir den Link schicken. Was möchtest du nochmal für einen Link? Ich hab's gerade nicht verstanden, akustisch. Für Scribble. Ach so, Scribble. Ja, natürlich. Warte mal, ich hab den, du kannst bei mir in der Spielersuche, schau mal in der Spielersuche auf Natopia, da habe ich den gepostet. Und da ist der auch drin. Spielersuche? Gott. Wo ist das denn? Aber Steffi, machst du nachher bei unserem bei meinem speziellen Spiel mit? Ich hoffe doch. Weil sonst sind wir echt zu wenig. Das macht keinen Spaß zu zweit. Meinst du das Zeichenspiel? Also es hat was mit Zeichnen zu tun, ja. Also man bräuchte idealerweise ein Grafiktablett, sagen wir es mal so. Ja, ich habe ja dieses Microsoft Surface, womit ich mit meinem Stift schreiben kann. Oh, Steffi ist da! Ja! Geil! Spielersuche da! Yippie! Nice. Super. Master Otter! Geil. So, ich hole jetzt mein Spitamos. Ja, jetzt kann ich sagen, ich hole jetzt meine Hardcore-Milch. Dein Getränk. Alte Sau. Du alte Sau, du. Jetzt mach ich jetzt. Bin gleich wieder da. Mit meinem langen, langen Bart muss ich erstmal aufstehen. Das ist gar nicht so leicht. So, jetzt bin ich auch dabei. Ah, schon wieder falscher Name. Kribbel. Ich hasse mich selber dafür. Ja, Julia trägt einen Bart. ich muss auch sagen, er steht ihr sogar sehr. Jo, mei, jetzt muss ich das Spiel durch den Strohhalm saufen. Bah! Was, du trinkst das Spiel durch den Strohhalm? Das Spiel, ja, klar. Das wird echt schwierig. Weil ich treffe noch nicht mal das Loch, Bier, ey. Das Bier, oder? Soll ich dir eine Taschenlampe geben, damit du das Loch auch findest? Ja. Also wieder. Okay, gut. Das wäre eine Maßnahme. Ich muss noch hochfahren, ich bin noch nicht so lange am Rechner. Gib mir ein bisschen Zeit. Ja, gib mir noch Zeit. Wir sind Zeit. Ja eh noch nicht vollständig, also alles gut. Etwas mehr Zeit. Wir haben ja eine, ich glaube, man kann zu Ich esse so lange ein Mao am. Okay. Ich brauche noch Musik. Die Musik ist irgendwie gerade tot. Ach, stimmt ja. Musik kann ich mir selber auch hast machen. Du Bock, einmal ganz kurz eine Runde mit einer einzigen Runde zu starten? Ich müsste einmal gucken, ob mein Tablet jetzt gerade Dinge tut. Ja, mache ich. Das wird. Ja, diesen Direct Manipulation Stylus musst du auf Disable stellen. Ja. Eine Runde soll ich einstellen? Ja, ich würde einmal ganz gerne testen. Oh, das kann ich gar nicht. Ich gebe nur zwei. Egal. Verdammt. Ist ja wohl. Eben zwei. Dann machen wir jetzt zwei. Ja. Round one. The Eiffel Yeti. The Choosing Award. Ja.
Oh Gott, das sind ja echt fiese, fiese Wörter. Ja, manchmal sind die fies. Honk hat den Stick offen. Er macht den USB-Stick auf. Oh, was da wohl drauf ist. Schmuddelbilder von Edna. Oh, geil. Nee, von HW. Von HW. Nacktbilder. Ja, jetzt bin ich wieder da. Oh, welcome back. Das ist echt langes. Ja, dankeschön. Könnt ihr als erstes nicht zu viele Runden machen? Ich fahre euch gerade hoch. Ja, das war meine Idee. Cool. Aha. Geht schon gut los. Oh mein Gott. Bin zufrieden. Meine Tastatur ist ja noch am Arsch der Welt. Oh nein. Ich kenne nicht. Oh mein Bart. Nicht, mit eurer Tastatur steht auf dem Bart. Ich muss aber sagen, die anderen Wörter waren sonst... Da sitzt man so gut drauf. Schirm geht ja noch. Aber die anderen Wörter waren Widerstand und Nemo. Widerstand ist weglos. Sie werden assimiliert werden. Wieder mit dem Widerstand. Au. Das war laut. Danke, Leute. Ich hast du dich schon genug gelitten die Woche, aber. Oh, die werden heute noch weiterleiten. Freu dich drauf. Ich wollte gerade sagen. Ich kann mein Mikrofon nicht leiser stellen. Es tut mir leid. Auch nicht im Discord? Nicht wenn das so weitergeht. Discord hab ich noch gar nicht geguckt. Kann ich das denn einstellen? Bei Voice. Bei Audio kommen wir gerade nicht. Ach, was ist das denn für ein ekelhaftes Wort? Ich komme auch gerade nicht ganz dran. Ach so, einstellen. Sprache und Video. Ah! Ist das jetzt ein Auto der Zukunft? Besser? Halt die Klappe. Geil. Ah! Aha. Oh, mit Ach und Krach, ey. So, drückt mir die Daumen. Daumen sind gedrückt. Ja, ich kann nochmal schreiben. Willkommen zurück, du Mandy. Das stimmt nicht. Oh. Was soll das denn sein? Oh, das erinnert mich an. Oh, mit einem Elf, ja, läuft. So schön, Steffi. Das ist die Kaffee. Echt schöner Vogel. Yay! Echt schöner Vogel, muss ich sagen. Mein Gott, ich habe endlich kein Dauermalen mehr. Das macht alles so viel leichter. Gott sei Dank, ja. Schön. Okay. Sagen, wenn wir noch mehr Spieler haben, können wir auch gerne eine lange Runde starten, wie ihr wollt. Ja, aber wir machen die noch schnell zu Ende, denke ich. Auf bestimmt sind noch zwei Runden. Ja. Mein PC ist gerade etwas überfordert mit der Musik. Danke, hat doch länger gedauert. Scheiß Überhitzung des Prozessors. Ja, mein PC hat gerade auch irgendwie so ein bisschen eine Mima-Mumma-Macke. Oh, was ist das denn? Der Orangenplanet. Orangenplanet. Planet der Orangen. Oh, was habe ich denn vergessen, welchen? Warum kann ich keine Musik abspielen? Was geht mit dir, YouTube? Läuft. Ja, bitte. Hintern zu tun. Der möchte partout nicht das abspielen. Kari, der Name hat was mit deinem Arsch zu tun. Was sonst komm ich auf meine hat schon seit zwei Jahren, aber kostet alles viel Geld. Uranus? Oh. Ach nee, es war Saturn. Scheiße, es war völlig frei. Upsi. War bei Uranus. Übrigens habe ich die Ehre. Was? Moin. Habe die Ehre.
herrlich. Also, ist das nicht umgekehrt? Siehst du das nicht ein bisschen falsch? Du hast die Ehre, mit Steffi im Voice zu sein und mit Julia. Ja, ja. Das sieht irgendwie geil aus, was Julia da macht. Das... Kari, du musst es so sehen. Steffi hat jetzt mal die Ehre mit dem Drachen. Und was mit mir? Du bist unwichtig. Oh. Okay, dann kann ich auch gehen. Der war ein bisschen hart. Ferkel. Die Flasche spritzt. Okay, Julia. Läuft. Eine Flasche mit Flasche. Julia, die Büste fehlt noch. Oh. Meine macht gerade nur Twitch und 57 Grad. Oh, shit. Ach, ey, oh Gott. Ja, RIP. Okay, ich nehme mal das hier. Irgendwann wird es die Planke sein. Oh ja, irgendwann wird der Tag kommen. Wer geht über die Planke? Aber war das nicht das letzte Mal der Fall, dass die Planke dann wirklich kam? Nee. Ich kann halt nicht zeichnen, aber okay. Irgendwas kam doch dann. Als Steffi nicht mehr da war, da kam die Planke. Oh. Sie hatten vor allem irgendwo das... Daria Luno, moin moin. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Was du mir erklärt hattest, was du mal zeichnen musstest und in einem Mal später hatte ich es plötzlich. Irgendwie sowas war das doch. Oh, das war auch super witzig. Vielleicht keine Wörter, aber das muss dann... Lieber sein. Chat oder die den Stream gerade gucken, ist die Musik hörbar oder irgendwie zu laut? Das wäre ganz nett, wenn ihr mir das kurz rückmelden könntet. Weil ich habe gerade mal die Musik gewechselt und da weiß ich immer nicht, wie laut sie gerade ist. Das ist doch kein Bierkasten! Rombacher. Oh, neues Leerzeichen. Okay. Oder Julia? Ja, das ist sogar eine Sendung auf Sat.1 damals gewesen. Eine Comedy-Sendung. Ja, dann habe ich keine Ahnung. Wenn ich die anfange zu zeichnen, bin ich. Nee, aber nein. Ich meinte, das war nur noch ein kleiner Tipp, falls jemand auf das Bild nicht kommen sollte. Ich bin halt bei Sixpack, aber das passt doch nicht. Ja, mit Sixpack bist du ganz nah dran. Ernsthaft? Das ist richtig dumm, das Wort. Auf Deutsch kenne ich das halt gar nicht. Warum übersetzt man das? Oh. Sixpack ist ein absolut eingedeutsches Wort. Böses Programm. Sechserpack. Das andere war Kaugummi oder Globe. Ich gebe direkt mal ein Like ab. Was war Kaugummi? Kaugummi. Peter! Und Chat so. Peter! Herzlich willkommen! Einen schönen guten Abend an dich! Hallöchen! Schön, dich zu sehen! Schön, dass du vorbeischaust! Dankeschön! Cool! Du schreibst mir voll die Ohren raus! Oh ja! Mimi, so Peter ist wichtig! Bei Peter geht das gar nicht anders! Peter ist der Beste! Das war genial gestern. Oh, ich habe so Tränen gelacht, ey. Ich finde so geil, wie wir Sven einfach voll zum Heulen bekommen. Ja. Das war gestern. Ja. Sven war gestern so broken. Ja. Och nein, Melli, das ist natürlich blöd. Mein Bart rutscht. Also Peter, jetzt kann ich dir auch mal meinen langen Bart zeigen. Julia hat den längsten. Der ist wirklich lang. Ja, oh mein Gott, Suse, das ist so süß, das Bild.
Das ist so geil. Er ist länger. Hammer. So, schau mal. Ich stehe jetzt mal auf. Das wird eine Weile dauern, bis das Ende erreicht ist. Oh yeah. Oh yeah. Hä? Ach. Ich peil's nicht. Ja, fett. Gangster. Habe ich echt lange für Geduld haben müssen. Voll der Gangster. Aber irgendwann kam dann der Tag. Wenn die Gangster wieder in der Mucki geschoben. Ja, bitte. Oh, ich hab dieses Mal gar nicht so viel Zeit hinten drauf. Ups, lalala. Hä? Oh Gott. Ah! Oh Gott. Da dachte ich mir, ich zeichne mir erstmal alles andere im Bild. Aber ich habe ja gar nicht die 300 Sekunden. Wir schreien dich willkommen. Nee, nur es sind weniger. Ich hatte ich doch recht in Erinnerung, dass wir sonst so viel Zeit hatten. Aber ich muss halt sagen. Ich bin gerade so abgelenkt. Von Peter? Macht dich Peter auch ganz wuschig? Ja, vielleicht. Oh ja, Peter macht immer wuschig. I like that. Oh Gott, das erinnert mich an Opa. Oh, warte mal, das weiß ich. Die Sprachnachricht. Nein, das weiß ich nicht. Welche Sprachnachricht war das? Peter funktioniert wieder Sechser. Außer Saphir. Hast du die Nachricht nicht gehört heute bei uns im Chat? Ich boykottiere meistens Spaß. Nee, ja, war besser so. Ja, du möchtest wissen, mit wem du gerade noch mitquatscht. Überflutet! Mit dir und mit der lieben Karin. Was? Hi. Ach ja, ich muss raten. Ich sitze hier und guck einfach nur. Ja, moin. Oh, Peter. Das war so geil. Was habt ihr gestern mit Sven gemacht? Der ist mal einen Abend nicht und sieht man und verpasst alles. Ja, du hast gestern echt krass Sachen verpasst, ey. Guckt das nach, wir haben ihn richtig zum Heulen gebracht. Der Discord ist der komplette Clip. Und Steffi hat Peter so hat viele Clips gemacht. Nein! Aha. Ach, jetzt weiß ich. Hololulu. Achso, hat hier mir jemand schon zurückgemeldet wegen der Musik im Chat? Im Chat sag ich schon. Im Stream? Ich hab das überlesen. Ich weiß nicht, wir waren mit Spritzen und mit Peter beschäftigt. Oh. Musik ist okay. Achso, da kann man sowas die Musik schon mal vergessen. Zu spät. Das Gerät in den Hintergrund. Ich hab darüber echt nicht nachgedacht. Das tust du nie. Das ist oh, das danke, Peter. Ich poste das für dich. Und wie kann man den Timeout nochmal gleich? Bei Julia darf man keine Links. Mit Permit? Ich hab das Haar vergessen. Boah, Twitter ist doch ganz. Ja, aber er ist ja getimeoutet. Ab wann nur für eine Sekunde? So. Ach so, okay. Ja, das ist noch ganz kurz. Und der ja, feierliche Mimimi-Übergabe. Es war so epic. Achso, der Wahnsinn. Wir haben ihn zum Heulen gekriegt, Alter! Ja, er hat so geweint, ganz fürchterlich. Und wir haben es alles geklippt und gehighlightet. Was ja. Sind noch mehr Sachen mit drei Buchstaben? Oh Scheiße, ich muss ja malen! Schön, oh Mann, es tut mir so leid! Ich wundere mich die ganze Zeit, warum da oben Tür steht. Kaum ist Peter da, sind alle total abgelenkt. Alter Schwede, das ist mir echt noch nie passiert. Ey, boah. Ich hab noch gar nichts getrunken. Geil. So, aber jetzt kann wieder mitgespielt werden. Mm. Ja, und wir können mehr als zwei Runden einstellen. Ich hole mal ganz kurz alles Wasser. Kurz alle aufs Kribbel.
Ach, wir fangen schon wieder an? Weil es wird viel spannender, wenn wir mehr als... Okay, es geht direkt weiter. Muss ich wieder anfangen? Ja, ja, war mir auch nicht klar. Warum wird bei mir direkt... Warum geht's bei mir direkt weiter? Das ist echt mies. Achso, wir machen kurz Pause. Oh, Test, man hört mich aber schon, ne? Ja. Okay. Nee, ich trau meinem Headset. Carina! Guck mal, Chat. Jetzt haben wir dreimal die Linke. Besser. Das hält besser. Voll geil. Ich muss aber sagen, Master Otter war nicht sehr weit davon entfernt. Ich weiß nicht, wie man es zeichnen soll. Ich frag mich, wie ich euch jetzt langsam noch zuhören soll. Jetzt hol ich mir kurz was zu trinken. Alles klar, was trinkst du denn da? Was ich da trinke? Ich darf doch keine Werbung machen. Aber es fängt mit G an. Warte mal. So viel kann ich dir verraten. Und es ist super lecker. Oh. Aber es ist immer so wenig drin, aber. Oh, ich mach mit, ich hab nur Oh gehört. Ein Cocktail wäre jetzt natürlich noch geiler, aber naja. Ich hab Kaipi da. Oh, nein! Oh. Ja, komm vorbei, ich teile mit dir. Oh, das wäre jetzt wirklich was, ey. Ich leider nur. Ah! Ach, Mann, das ist. Ja, das passt. Wie nicht leben. Diese Wörter mit drei Buchstaben. Oh, ich hab wieder Musik! Ist ja ein Ding. Kaipi! Ja! Peter, kommst du vorbei? Oh ja, dann machen wir eine dicke, fette Kaipi-Sause mit Peter. Versucht sich das Männchen in den Tod zu stürzen? Nein. Ein Cider. Oh, ein Cider ist jetzt auch. Ich habe noch einen Cider aus der Dose irgendwo hier. Hä? Nein. Ist ja voll easy. Wieso errate ich das nicht? Oh. Okay. Oh, ich hab's doch schon erraten. Ist ja ein Ding. Ich verrate das eigentlich nicht. Oh, ich hab schon lecker erraten. Oh. Oh Mann. Naja, okay. Sehr langer Oberkörper. Oh ja. Das ist egal. Der hat bestimmt auch einen ganz langen Bart dann, damit der unten hängt. Aber du hast den längsten, das ist schon okay. Aber hallo. Und geflochten. Scheiße, ich muss ja. Aber schöner als Julias geht man. Ich habe ihn vergessen zu kämmen heute. Es ging so schnell alles heute. Oh. Das wird ein. Oh. Burning Man. I'm on fire. Ach, jetzt weiß ich. Echt? Nee, doch nicht. Ich bin mir ganz sicher, ich weiß das Wort. Einfach Malu, Mensch. Hey, schön, dich zu sehen. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Oh ja, oh ja. Steffi, du kannst das besser. Vor allen Dingen kommen jetzt keine Striche mehr. Hey, was soll das sein? Das ist bestimmt wieder so easy, dass ich mich gleich ärgern werde, weil ich es nicht erraten habe. Ja. Flemly, nee. Ach, ich weiß was. Sicher? Ja. Ich weiß auch. Ich werde mich gleich so ärgern. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer, echt. Man muss. Ja. Das hast du so gut gezeichnet, wirklich. Ja, klar, jetzt. Bumm, ja. Oh Mann. Wenn man es weiß, ne? Feuerfest. Aber stimmt, Feuerfest, ja. Ja, deswegen auch der Gesichtsausdruck. Er freut sich, weil er halt feuerresistent ist. Ach, Peter, bist du gar nicht auf dem Samba-Fest? Oder es ist gerade nicht so dolle.
keine Planke. Das war angetäuscht. Oh, was ist das? Okay, das ist nicht das, was ich dachte, dass es ist. Oh, ich weiß es. Oh. Nee. Oder auch nicht. Aber Peter, mit uns ist ja auch viel schöner. Also, ne? Ja, darauf Prost. War gerade auf dem Richtfest. Sehr schön. Ah! Och, ja. Baut ein Haus. Ey, was ist das denn? Ey, denk an. Ach, ich weiß es! Easy! Oh, mit Ach und Krach, ey! Ach und Krach. Oh nein, das ist aber nur falsch geschrieben. Oh, gemein. Ich war zu sehr beim englischen Wort und hab dann gedacht so, hä? Oh, warte mal, der Stiel ist so lang. Schwein. Hallo. Ich kann so nicht denken. Das ist kein... Also komm, Julia. Das ist doch kein Glas. Das ist offenkundig Cocktail oder keine Ahnung was, oder Sektglas. Ich glaube, ich zeichne gerade das. Warum, es gibt doch diese langen, großen... Du kennst also diese langen, großen Jacken? Ich kann doch nicht arbeiten! Ich wollte Bierkrug zeichnen, warum habe ich denn jetzt so ein verfucktes Sektglas gezeichnet? Also es ist ein Mädchenbierkrug, aber ansonsten... Sorry. Mein Gehirn ist heute echt irgendwie... Wo bist du? Hallo? Oder warte mal, da fällt mir was ein. Oh ja. Das hat ausgesetzt, Julias Gehirn, so 500 Follower, das ist mir zu viel. Das ja. Dein Gehirn macht okay, plus, Party. Plus, minus. Gehirn, wo bist du? Hallo? Juhu. Juhu. Bist du da hinten in der Ecke? Juhu. Oder bist du da hinten? Hallo? Scheiße. Wir zählen alle weg. Alle Ach, weg. Voll geil. Oh, das ist aber schade. Oh, das ist, warte mal, das ist easy. Oh, mit Ach und Krach, Alter. Oh, wir haben es alle geschafft. Oh, das soll aber schon mal was heißen. Flutsch und weg. Okay, die Wörter sind auch nicht. Gehirn hat Planke. Heute Freigang. Ja. Planke! Heute ist irgendwann ja auch Freitag. Die erinnern mich. Schlechte Sachen. Clip angeschaut und für super befunden. Echt klasse, meine Lieben. Das habt ihr toll gemacht. Ja, ne? Das finden wir auch. Das war so. Obst. Das war mein Hund. Echt? Ja, ja. Genau, das war der Hund. Was sagen wir? Ohne Arme, ich hab auch einen Hund. Keine Arme, keine Kekse. Was? Wurde der Clip gerade eben gepostet? Ich muss mir nachher mal angucken. Ja, ja, oben. Ah, nee, das war ja nicht in die Menüübergabe. Du musst den zweiten. Tafel? Mal. Der erste findet ein Haar. Wie? Wie geht denn das? Achso, das ist. Nee, ich dachte, der nicht. Von. Oh, Schule. Von Grockübergabe. Ach, Grockübergabe. Achso, nee. Eigentlich, wir waren bei Sven. Alter Schwede. Warum hab ich die... Ach so! Oh! Nein! Nein, ich wollte das andere nehmen. Du bist doch so scheiße, Spiel. Das hätte so schön gepasst. Danke. Nee. Ah, Melli, wir sind schon zu viele. Eigentlich wollte ich heute nur 5. Aber wir werden nachher 5. Ist leider schon zu viel. Also das wird sonst echt so durcheinander. Sorry. Zweifel lasse ich mich aber auch gerne gleich mal austauschen. Bei mir dauert es auch nicht mehr lang.
Aber alles, was über 5, und das ist jetzt schon, ist grenzwertig. Nee, das passt nicht. Ja! So schön. Ach Gott, nee, oder? Das ist ein Hackbraten oder Brot? Hä? Es ist Brot. Ich komm nicht drauf. Was tut man denn? In einem Ofen. Was du das tust? Schwitzen. Ach nee. Gebraten werden. Genau. Wenn Steffi schon so lacht. Oh, ist das ein Toilett? Das ist wirklich ein Toilet. Aber okay. Wahrscheinlich kommt. Doch, das ist ein Porzellan. Das sah im ersten Moment so unglaublich falsch aus. Oh, du hast recht. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Snibbles! Herzlichen Dank für dein Host. Bist du auch da? Bestimmt, ne? Verstehe ich nicht. Snibbles! Mo Potter? Nee. Ach! Soll das Harry Potter sein? Ich hab jetzt an Harry Potter gedacht. Ich bin so doof. Ah! Och Gott! Toiletti Potter. Ich fand das so leicht. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr voll schön. Voll geil. Was hat eine Toilette mit Harry Potter zu tun? Ich hab an Harry Potter denken müssen. Ja, ich Harry Potter so mit Doppel-T. Passt doch. Harry Potter. Zweibenpotter. Oder die heulende Myrte. Und dafür war das Wort auch. Du meinst die maulende Myrte? Genau die. Die auch. Ich mach mit Einhorn, wink, wink. Winky, schwinky. Was? Warte mal. Was ist denn das? Ein Käsehaus? Ich weiß, dass das zwei Worte sind. Ich glaub, was ist das? Oh, Ria ist auch noch da. Warum spielt Ria nicht mit? Ria, magst du noch mitspielen? Wir haben noch eine Link. Was zum Geier? Ich glaube, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Was ist das? Diesmal auch ohne Unterbrechung. Es hat leider nicht geklappt. Hä, was ist das Wort? Und warum wusste Julia das sofort? Julia hat bestimmt gemogelt. Nein, hab ich nicht! Niemals. Ich hab die Buchstaben gesehen, die ersten vier und die Hütte. Also das hier, ne? Das Gebilde, das Gebäude. Oh, es ging. Oh! Es ist doch nicht schwer gewesen. Danny! Nabend! Danny! Danny, habe die Ehre! Wie geil war das denn? Jetzt doch. Oh. Bis. Manchmal frage ich mich, wieso die das Spiel nicht einfach nur rausbringen. Und die Verben einfach komplett weglassen. Ach. Tja, das wird man eh nie verstehen. Weil man denkt irgendwie am Anfang. Jenny, Mensch, da bist du ja, meine Liebe. Ja. Und Heuler, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ich muss mich leider verabscheuen. Bis demnächst. Alles klar, lieber Peter. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend. Und ein schönes Wochenende wünsche ich dir schon mal. Tschüss, Peter. Bis spätestens Sonntag. Mach's gut. Toodaloo. Au revoir. Auf Wiedersehen. Ciao. Ding dong day. Tschüssi, Peter. Und hallo, Tini. Oh, jetzt muss ich es mal lesen. Tut mir leid, dass ich heute nicht so anwesend sein kann. Mein Laptop hat irgendwie... Oh nein, du Arme. Scheiße. Hab mir heute einen neuen PC geholt und muss den erst voll... Oh Gott. Oh Gott. Arme Tini. Da kann man schon mal ein ganzes Wochenende mit verbringen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg erstmal.
Ach Mensch, das ist ja blöd. Auch und nö. Okay. Aber einen Rechner neu aufziehen, oh Gott, das ist super viel Arbeit. Oh. Oh Gott. Gott, das ist es noch nicht mal. Oh Mann, das wollte ich als nächstes gerade ausprobieren. Hatten wir das heute schon mal? Verdammt. Das hatten wir doch heute schon. Nee. Ja? Oh, Ohrhörer hatten wir vorhin, ja. Ich weiß nicht mehr, wer es gemalt hat, aber das war definitiv heute schon dabei. Ich bleibe aber im Stream, meine Liebe. Ich bin fast fertig. Das Wichtigste habe ich schon. Oh, super. Aber eben war es doch Kopfhörer oder nicht? Nee, Ohrhörer. Ah, da war ich nicht dabei, okay. Das ja. Hab ich vorhin schon einmal gezeigt. Aber Ohrhörer, wer sagt denn das noch? Keiner, glaube ich. Für die normalen Gebrauch? Ich höre das zum ersten Mal. Ohrhörer. Ja, ich habe eben noch gedacht, so, kannst du ja mal probieren, aber dann wird die Zeit dann abgelaufen. Das ist wie Essmund oder Sprechmund irgendwie. Das ist, naja, gut. Was haben wir denn jetzt hier? Pickerick, aufkundig. Ich mache mir Sorgen, dass die Kekskrümel im Bad hängen bleiben. Ach so, ach, der wird gut gepflegt, du. Ich habe da so ein ganz Spezialkamm. Oder ein Staubsauger. Oder dass einmal die Vögel drüber laufen und dann sind auch die Kekskrümel weg. Ja, also. Sind die Vögel auch glücklich? Mhm. Ja. Das sieht interessant aus. Das sieht sehr interessant aus. Das sollte nur als Hilfe. Ist das ein Land da unten links oder was zu treten ist? Oh Gott, das ist so. Also Italien ist es nicht. Nee. Ich glaube auch nicht, nee. Was zum Geier? Das ist Italien vor 3 Milliarden Jahren. What the hell? Hä? Du kannst radieren? Ja, klar, ja mit Weiß, Sinn. Mit Weiß. Ach so, ja, macht Sinn. Nein, kann man nicht, man kann sogar radieren. Echt? Ja. Ich dachte, wir hatten damit... Stimmt, radieren kann man auch. Deshalb habe ich es nie getan. Ja, ich drücke immer meine Zurücktaste und dann ist der Browser wieder verschwunden. Kann ich euch nicht empfehlen. Ist scheiße. Scheiße, aber die anderen waren genauso. Ey, was ist das oben rechts? Ich komme da nicht drauf. Luxemburg! Meine Güte. Ich habe an alles Mögliche gedacht, nur das nicht. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, die anderen Wörter waren Halbleiter. Und. Eileiter? Halbleiter. Ach so. Und. Ach Gott, was war das andere? Genau so ein schlimmes Wort, ich weiß nicht mehr, was es war. Das ist jetzt aber, ne? Was soll das sein? Nee. Ein sehr komisch verzwirbeltes Eigelb. Was zum Fick? Hä? Ach. Ach Gott. Ha! Ja. Gott. Ich hab extra mehr gemacht. Mhm. Wird's für alle reich. Geilo. Ja gut, bei mir sind die das gefragte Wort sieht bei mir anders. Bei mir mein Gott! Natürlich. Sehr schön. Wir brauchen mal einen mega Urwurm wegen dem Cantina-Band-Remix. Oh ja. Oh, auch geil. Der Cantina-Mix ist da sehr, da ist man, bin ich auch sehr anfällig für, sagen wir es mal so. Ich habe irgendwie Haare im Auge. Also, da fehlen meine Barthaare. Ich esse Waffeln immer so. Oh. Waffeln mit Apfelmus und Zimt. Oh. Ich habe Hunger. Das möchte ich jetzt haben. Ja, ich hab wieder Hunger, weil ich weiß. Oh, der sieht sehr fertig aus. Ein bisschen. Ich hab gehört, da gibt's ein fette Party. Meins, Boo! Moin und danke schön für deinen Host. Sieht aus. Spiegelei.
Gut ist es nicht. Ja, das hab ich gesehen. Auch wenn das ist ein Alkohol. Was ich jetzt dann irgendwie total. Okay. Ja, ich liebe dich, Steffi. Ist das geil. Alles andere zuerst schreiben, jetzt sag ich, wer zu leicht. Ja. Ja, komm, das. Es muss ja spannend sein. Ganz genau, das finde ich auch. Ah. Ich habe voll Bock auf Kekse. Oh, ich auch. Was dazu passt, aber nicht. Schnapsleiche, ja. Schnapsleiche. Hä? Haus. Hä? Was? Hä? Bitte, was? Finde ich gut. Was X-Plus würfelt? Das ist ja noch nicht mal zu würfeln. Nicht laut drüber reden. Was? Ich find's geil. Also, das ist leicht, ich raff's nicht. Nicht schreiben! Nicht schreiben! Oh, die Xbox! Fuck! Oh. Ja. Es hat aufgrund der Tatsache, dass ich nur in 27 schauen kann, mit mir wegen der anderen Auflösung angeboten, werde ich nicht lange schauen können. Och nein, es tut mir leid. Weil ich mit dem Internet schauen muss. Da gibt's ein fette Party. Danke, Ria! Danke für deinen Host. Transcoding haben Affiliates leider nicht immer. Oh mein Gott, tut mir leid. Wie kann man... Kann ich das irgendwie wieder runter? Hatte ich das sonst immer niedriger angesetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nichts verändert. Scheiße. Mann, ich habe schon. Du bist dran. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das kann ich gar nicht zeichnen! Ach doch, Julia, das schaffst du. Oh mein Gott, jetzt ist so scheiße. Scheiße. Oh Gott, ist das ein langes Wort. Now, ja. Ah. Oh Gott, wo ist denn der Mund? Das sehe ich jetzt erst. Großartig. Oh mein Gott. Sie hat halt so Hängewangen und so. Oh mein Gott. Ich bin gerade heute nicht auf der Höhe, ey. Du könntest versuchen, Edna zu rechnen. Hä, wieso kann ich jetzt nicht mehr mit dies malen? Och, mein Dings spinnt gerade. Oh, cool. Oh Gott, war das jetzt anstrengend. Mit Zeichenpad? Ja. Bin die ganze Zeit schon hier, du Nudel. Ich bin gerade echt ein bisschen... Heute bin ich echt durch. Ich glaube, das macht der Bart. Der Bart macht es sehr warm im Kopf. Ja. Zu warm im Kopf. Naja, Julia, du hast ja unbedingt das Pokémon. Das hatten wir doch heute auch schon mal, oder? Ja. Das wiederholt sich langsam. Ach, das hatten wir doch schon. Ich habe ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu. Nein, der Bart bleibt dran. Julia muss den längsten haben. Ganz genau. Wie sieht denn das sonst aus? Okay. Ehrlich, ich hab keine Lust mehr. Die Wörter, die ich krieg, sind alle scheiße. Ja, manchmal ist das so. Ja, Mann, dann rasiere ihn ab. Was? Nein. Nein, 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 nein. Niemals. Der bleibt. Oh Gott. Oh, Ria, hast du Lust, gleich mitzumachen? Du hast ja auch ein Grafiktablett. Dann könnten wir dich nämlich noch mit in den Voice lassen. Nur, wenn du Lust hast. Es hat was mit Zeichnen zu tun. Es wird sehr, sehr lustig. Und ich hoffe, das funktioniert. Weil du wärst mit die perfekte Kandidatin dafür. Mhm. Und ich würde auch vorschlagen, nach den zwei Runden machen wir das einfach mal. Das Beste am Bart sind die stylischen Zöpfe. Oh ja. Oh ja, das finde ich auch. Wie kann man nur so schlecht durchkämmen? Keine Ahnung. Aufpassen.
Hä? Aber das ist doch Mickey Maus. Ach so. Creepy. Wie jetzt echt? Es ist verstehbar, wenn man versteht. Ach so, du gehst ins Bett. Ja, okay. Oh. Oh, schade. Das hängt euch nicht an Mickey Maus auf. Ja. Was das wieder wird. Ist sowieso noch Schnitzel. Nur Gutes, nur Gutes. Wir ziehen das trotzdem durch. Wird ganz lustig. Aber dann werde ich mit dem Bart erstmal absetzen, weil. Oh. Das schneidet hier langsam richtig rein. Blanke! Blanke! Irgendwann! Ja. Irgendwann! Zaubern gehen. Hallo, Aya! Aya, 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 Aya! Moin! Aya! Was zum Geil? Zaubert. Oh, das ist jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Ihr seid immerhin nah dran. Ich habe gerade mal auf Reddit nachgelesen, Transcoding wird nur bei Partnern garantiert. Ach so, ansonsten muss man, wenn es sich richtig übersetzt und verstanden habe, eine gewisse Viewerzahl überschreiten, vermutlich während des Streams. Ach so. Oh, danke schön, Mindsboom, dass du dich informiert hast, mir das mitgeteilt hast. Das ist ja blöd. Ja, okay. Ach, schade. Naja. Da muss ich jetzt einfach Partner werden, da gibt's gar keine andere Lösung. Kriegen wir schon hin. Dann werden wir das Problem aus der Welt schaffen. Beschwerde an Twitch ist schon raus. Oh ja, das wurde jetzt gerade. Hier, das hat sich gerade so reingebohrt hier. Und außerdem kann ich jetzt echt mein Bier trinken. Oh, das ist ja geil gezeichnet. Wie heißt denn das? Scheiße! Oh Menno. Mann, ich steh heute so extrem auf dem Schlauch, ey. Gehirn ist weg. Die gibt's noch bei. Ah! Oh! Ja. Easy. Oh Mann! Ich hab das doch hier liegen, auf der Kommode. Gott, ist das geil geworden. Sehr, sehr geil, ja. Ach, was gibt's denn da noch? Das ist perfekt. Ja. Alle erraten, super. Sehr schön gemacht, Devi. Geil. Schön. Das war cool aus. Oh, ich bin nicht drauf gekommen erst. Ich verkalkuliere den Namen ständig, was die Zeit angeht. Punkte. Ja. Was? Hast du viele Punkte? Oh, nett. Boah, 5230. Ja, läuft, würde ich mal sagen. Oh, herzlichen Glühstrumpf. Was Mutter angeht. Oh, ja, natürlich. Schön. Jetzt kann ich endlich wieder was trinken. Also Julia. Ja? Also, dieses Wort. Oh. Upsi. Ich meine Hardcore-Milch. Meine Limonade. Genau. Meine Hopfenlimonade. Schnitzel ist zu jung, der kennt das nicht mehr. Entschuldigung, Schnitzel. Ich bin auch 20. Danke. Ja, siehst du, ansonsten wüsstest du es auch nicht. Ah!
Ich geb's bald auf. Aber wie man sofort erkennt, was sie malen. Easy. Das sieht so geil aus. Mhm. Ich mag die Knollnase. Ja. Und der böse Blick. Hör auf zu singen. Ja, ich kann aus Erfahrung sagen, dass man keine kohlensäurehaltigen Getränke in einen Cocktail-Shaker füllen sollte. Oh, das danke für den Tipp. Was hast du getan? Das habe ich auch schon mal geschafft. Es ploppt ein wenig und man ist danach ein bisschen nass. Ach du Scheiße. Das ist natürlich eine Riesensauerei. Ja, unvorteilhaft für die so Garderobe, sage ich mal. Und die Ausstattung. Der Möbelausstattung, aber okay. Was ist das denn? Oh, warte mal. Hä? Nee, doch nicht. Echt jetzt? Wie geil. Ich schwöre, ich habe keine Erfahrung damit. Habe ich noch nie gemacht. Oh. Ich habe nur geraten. Eine Zifarre. Eine Zifarette. Steffi! Ich hatte mich vorhin köstlich eingesaut. Sorry für den Wort. Ach, Kiffen. Ach das Tu-Wort. Das sagen sie alle und dann sind sie high. Oder schwanger. Ja. Ein bekiffter Clown. Ein bisschen lang, oder? Danke. Ich habe hier gerade, ich wusste nicht, dass stimmt, ich hätte dir eigentlich einen wundervollen Hinweis Praktik geben können, ne? Ich hätte nur Joy sagen brauchen im Hoodie. Hm, ja. Okay. Oh, Mensch! Hä? Ah, jetzt ja. Steffi, ich bin schwanger. Haben wir schon geredet letzten. Was? Hä? Worüber haben wir? Das sieht aus, ja, als hätte jemand einen Knochen in deinen Hintern gestopft. Und der Rüssel guckt schon, ne? Im Zirkus jonglieren einige, andere laufen auf Stelzen. Aber Keule hatte ich doch schon. Einrad! Ich habe das Bild nicht aus dem Kopf bekommen, dass das ein Knochen ist, der irgendwo reingesteckt wird. Und das etwas sah aus wie ein Hintern. Oh, wenn Gott. Das Bild erstmal im Kopf ist, ist vorbei. Skandalös. Ich verstehe. Steffi, auf was die Gedanken kommen. Keine Ahnung, aber sie brennt sich fest. Ich bin schon die ganze Woche über. Boah, die Musik ist gerade so laut. Ah, tatsächlich. Ach, krass. Oh, warte mal. Oh, cool, das hatte ich auch mal. Das sieht aus wie ein Klappschuh. Nee, doch nicht. Hä? Okay, das wird ein Bett. Mhm. Hä? Oh. Hä? Wer übt heimlich? Was hat das Bett? Verschiedene? Okay. Ach, natürlich. Oh, ich wollte gerade dein Taschenbett eingeben. Warum muss ich jetzt an Paars Knochen denken? Oh Gott. Bitte was? Ja, ich bin... Oh! Warum ist das nicht das, was ich denke, dass es sein könnte? Oh, jetzt wird's süß. Oh Gott.
Was hast du? Oh. Ich sehe da sehr viele witzige Sachen drin. Und oh, ist das niedlich! Hä? Es kommt gleich. Oh shit, ich hab keine Zeit mehr. Hä? Doch, du hast noch 80 Sekunden. Alles easy, genau. Ach Mensch, natürlich! Grandios! Warum spielt Snibbles nicht mit? Wo ist Snibbles hin? Snibbles! Vorhin hat Snibbles aber noch selber gestreamt. Der hatte World of Warcraft gestreamt, glaube ich. Ja, aber dann hat er dich doch geradet. Stimmt, du hast recht. Vielleicht ist er jetzt zu kaputt. Ja, der ist ja auch noch krank. Ja, eben, das kommt noch dazu. Ach, schade. Weil die einen in Discord, ich bekomme das Bild nicht aus dem Kopf, dass das ein Knochen ist, der in dem Hintern. Ich könnte dazu schließen. Ach Mensch. Ich finde das vor allem so schön, weil ich letztes Mal Asterix zeichnen musste. Du hast recht, stimmt. Oh Gott! Mir ist richtig kalt warm gerade. Oh, ist das geil. Nam, 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 Kartoffelsuppe. Lecker, lecker. Dankeschön. Kartoffelsuppe? Hm. Nicht? Boah. Wie heißt das denn noch? Der Brutzeln? Keine Ahnung. Vielleicht sucht sie auch einen anderen Namen, warte. Nee, das ist zu lang. Ha, easy. Ach, schön. Dankeschön. Ich komm nicht drauf. Julia, anders. Also so, aber... Aber ohne OM. Elektroniker, was ist das denn für ein Wort? Das ist ich nee. Ich kann nicht mehr, du. Elektronik finde ich aber sehr schön. Elektroniker, alter Schwede. Das hat doch keiner jetzt gesehen, oder? Das muss ich teilen, oh Scheiße. Nein, nein. So. Ich will die Planke. Keine Ahnung. Ich muss ehrlich mein Spotify ausmachen, sonst kann ich nicht zu singen und das wollt ihr ja nicht. Oder dich mute. Julia kriegt ja auch nicht mehr ein. Easy. So. Ja, wenn man es auch verrät, dann ist es auch easy! Obwohl das kann aber nie wahr sein! Disqualifiziert! Obwohl das eher Hochzeitsnacht ist, aber... Ist doch kein Grund, das Wort zu nennen! Elektroniker... Was? Elektroniker? Ja, ich habe mir das Wort einfach schon mal bereitgelegt und hatte vergessen, dass ich mir das noch bereitgelegt hatte. Und deswegen ist das doppelt gemacht. Elektroniker. Das ist bescheuert, ey. Wunderschön. Also ich habe ja viel erwartet, aber das haut mich echt aus der Furche. Also ich fand das schon hey. Gut mit den beiden Nachrichten, die... Moin, moin. Also die passten sehr gut zusammen. Ha. Ist auch keine Blanke. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht's dir? Schön, dass du vorbeischaust. Fahren. Du eine Fahne. Bei Deutschland. Das zweite Wort kenne ich. Achso, ja klar, ist noch ein Platz frei. Komm einfach rein. Ich kann den Link gerne nochmal posten. Nee, sorry, da bin ich raus. Da bin ich total raus. Oh Gott! Mhm. Ist aber man muss einfach Runde alle Wortvariationen durchgehen. Ich ist die letzte Runde. So. Oh, ey, komm schon! Komm schon!
Was wurde denn da jetzt geklippt? Oh je. Oh, ich mache immer noch Just Chatting. Scheiße. Macht nix. Ich wollte eigentlich auf Scribble.io stellen. Oh mein Gott. Aber wir chatten ja. Also ja, genau. Just Scribbling and Chatting. Ich vergesse das immer. Naja, egal. Ja! Ha. Nice. Ja, Karin, aber natürlich meinst du, du kannst gerne mitspielen. Sorry, ich habe das gerade ein bisschen übersehen. Ich bin heute nicht so auf der Höhe. Vom soll so lange. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt für ein langes Wort? Es sind noch schöne Wörter, wenn es zwei sind. Was ist denn in der rechten Hand, so wie es aussieht, eine Handstütze? Nee, das ist keine Handstütze. Ihr Lieben, das ist so ein Handschuh, der ist nur für zwei Finger, damit man die Gleitfähigkeit über dem Tablet aufrechterhalten kann. Weil wenn ich jetzt ohne diesen Handschuh zeichnen würde, würde ich da immer dran rumquatscheln, kleben und das ist nicht so schön. Da will man festpappen. Ja, total sexy, ne? Hallo, Korbdealer. Okay, sowas muss man wissen. Ja, ich kannte das bis vor kurzem auch noch gar nicht, bis vor ein, zwei Jahren. Ich habe das nie genutzt, weil, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich habe mir dann selber aus Baumwolle so ein, ihr kennt doch diese Putzhandschuhe, aber nicht die aus Latex, sondern die aus Baumwolle. Da habe ich mir einen selber gebastelt, aber, da wurde dann so schmuddelig und das war auch so ein weißer und das hat es dann so ausgefranst und das ist halt eine... Also es hat was mehr mit Titanic zu tun, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Titanic? Das zweite Wort ist mit Sicherheit Titanic. Nein, aber es hat damit zu tun. Hä? Ah! Hä? Der Typ? Oh. Was? Er kann auch wieder kurz die gesprochen Ich hab's doch eingegeben! Ich hab's falsch geschrieben, oder? Zu spät. Oh nein. Aber ich find's schön. Fuck off. Das ist ein Handschuh für die Leute vom Sägewerk. Ich werde in dem Stream immer wuschig. Den muss ich. Ich bin mal. Du wirst wuschig, aber das kann ich gar nicht verstehen. Oh, Sherry, du machst mich so Karussell. Egal, was rauskommt, ich bin garantiert letzter Platz. Nee, den bin ich schon. Meins? Das ist mein letzter Platz. Der ist hart umkämpft. Meins Punkt zählt. Oh, das wird geil. Julia, ich krieg keine 800 Punkte mehr als du. Warte mal ab. Es ist ja noch nicht zu Ende. Immer und überall. Egal was raus. Sägeberg, Berg, Sägeberg. Oh, da ist jemand nervös. Sag ich doch, easy. Das hab ich nicht mehr. Ja, ich hab's doch schon erraten. Oh Gott, ja. Wie geil! Wie gut kannst du das bitte? Oh, guck mal, ein Fingerchen. Wir hatten heute noch Hände zeichnen. Das muss der Mittelfinger sein. Ich hoffe, die Zeit ist gleich um. Ich hoffe, die Zeit ist gleich um. Komm schon mal. Scheiße. Scheiße, ich hatte gehofft. So. Das ist auch nicht schlecht. Fingernägel ich wollte keinem dunkel. In den letzten Sekunden habe ich gesehen, ich habe noch 10. Scheiße. Entschuldigung. Keiner kam an und hat's erraten. Ich finde diese Fäkaliensprache dermaßen widerlich, dass ich es vorzöge, wenn sie schwiegen, Mister. Nein, das gehört sich nicht. So. Alles gut. Wie, du warst in dem Stream wuschig. Was? Wuschig? Das Kopfdealer hat geschrieben, ich werde in dem Stream immer wuschig. Den muss man echt in Maßen genießen. Was zur Hölle? Was haben wir getan? Ich habe keine Ahnung, was er meint. Aber das... Verstehst du mich? Oh, hier, guck mal, das ist ein... Nee. Okay, dann ist aber irgendwas schief gelaufen. Ja! Halver Hahn! Wenn du das Wort nicht kennst, was heißt?
Hä? Ist das ein Ehuhn? Weil der ist eine Strippe im Arsch hat. Es hat ein, es ist ein Ehuhn. Wunderschön. Das hat da eine Strippe. Ich kann nicht mehr. Oh, das war ja einfach. Das muss halt einmal pro Tag aufgeladen werden, sonst legt es keine Eier. Ja, jetzt genau. Was ist das bitte? Oh, ne Krähe, fuck! Das musste ein Broiler sein. Ein Broiler, auch nicht schlecht. Okay, ehrlich, den verstehen aber nur Leute, die aus. Also auf. In der. Soweit ich es in Westdeutschland kenne, kenne ich keinen, der ein Brathähnchen in Broiler nennt. Kennst du ehrlich nur aus. Der Heimat meiner Mutter. Die das ich kenne keinen, der das so kennt. Deswegen meine ich ja. Yeah. Ach, ich müsste auch weiter raten. Hä? Ah. Yeah. Ich sehe das Äffchen, aber das A an zweiter Stelle macht mir gerade Probleme. Oh Gott, wie heißt diese komische. Aus wie ein Arsch. Ja, aber es hängt mit Aschaffenburg. Wunderschön. Viel Spaß, Heuler. Ich wär eh Sechster, also okay. Ah, alles klar, ja, viel Spaß im Look. So ich finde es auch toll. Herzlichen Glückwunsch, Steffi. Yay. Oh Mann, ich bin eine Drittletzte geworden. Nein. Fuck. Ihr Lieben, eine Frage an euch. Wollen wir jetzt mal was anderes machen oder wollt ihr noch Scribble.io spielen? Wir können aber zwischendurch mal wechseln und dann zurückgehen zu Scribble. Mhm. Ja. Okay, dann würde ich nämlich ganz gern was mit euch ausprobieren. Und zwar, ich mach das mal zu hier. Jetzt bin ich gespannt. Ich brauche jetzt 4 Personen. Also wir können insgesamt zu 5 das machen. Ich gebe euch jetzt einen Link in den Chat. Aha. Oh, warte mal, das muss ich nochmal neu starten gerade. All die Weil. Also, er ist ein bisschen browserabhängig, das, was ich mit euch vorhabe. Ich habe das jetzt bei Firefox getestet und da war, wie es gerade der Fall war, da war der Cursor ein bisschen verschoben. Ich meine, man kann damit leben, aber ist jetzt auch nicht so geil. Warte mal, wenn ihr Chrome habt, bei Google Chrome zum Beispiel habe ich gute Erfahrungen gemacht, aber ihr könnt ja mal gucken, ob es bei euch funktioniert. Ich gebe euch jetzt sofort den Link. Warte, ich mache das nochmal neu auf. Und zwar haben wir jetzt eine Zeichenoberfläche, in der 5 Leute auf jeweils ihre eigenen Ebene zeichnen können. Und wir sind aber auf einer Leinwand. Und ich würde das gerne mal mit euch testen. Ich hatte das schon so lange vor. Und heute ist endlich mal eine gute Gelegenheit, um das mal in Angriff zu nehmen. Klingt und mal gucken. Ah, wieso habe ich jetzt Scribble.io drin? Also mit der Suse hat es heute Morgen geklappt. Ich hoffe, das wird jetzt mit euch auch geklappt. Ich habe mit ihr getestet. So, wir nehmen mal New Drawing. Ich hoffe, jetzt geht's. Super. Ich gebe euch jetzt den Link hier in den Twitch-Chat rein. Also ich würde auf alle Fälle sehr, sehr gern die Carina und die Steffi hier erstmal dabei haben wollen. Und dann hätten wir dann noch quasi 2 Plätze frei. Also 2 Leute können dann gerne noch Fummelparty. Ja, bei Pummelpartys hat das Problem, da sind noch nicht so viele. Ja, ganz genau, es funktioniert. Das ist doch schon mal super. Wir können jetzt erstmal so einen Test machen, okay? Und dann möchte ich das natürlich so ein bisschen mit euch mit System machen. Also, das ist so geil. Kann ich jetzt die, nee, ich darf nicht die Zurücktaste machen, das ist ganz wichtig. Ach, das ist so cool. Oh, wartet mal, ich muss mal die Vögel ausmachen. Weil die sind jetzt ein bisschen im Weg. Wo sind die Vögel? Gibt's da die Strichstärke da? Nee. Ja. Von euch. Oh Gott, das ist so geil, dass das funktioniert. Das ist so cool. Ich finde das nämlich so geil, das Prinzip, dass man auf einer Leinwand zeichnen kann. Und das war bis jetzt so das einzig gut funktionierende. Ich mal eine Rakete. Kann ich rollen? Es ist geil, dass es funktioniert. Ha ha ha!
Nice, das geht. Das ist so cool. Das ist so cool. Aber ich glaube, habt ihr das, dass man hier so eine Sensitivität hat? Nee, ne? Wenn man dick aufdrückt, ist ein dick gestrichen. Ja. Das habt ihr? Ich hab das zum Beispiel nicht bei mir. Guck mal, so richtig. Aber so richtig? Ich hab das gar nicht. Ich kann irgendwie nur in einer Dicke zeichnen. Das ist doof. Aber das hat, glaube ich, irgendwas... was benutzt ihr eigentlich für einen Browser? Oh. Ich jetzt gerade Chrome. Ja. Okay, ich habe auch Chrome. Aber es ist schon mal richtig geil, dass es funktioniert. Das ist geil. Den Stabilizer habe ich an den... Nee. Kann ich meine Pinsel noch kleiner machen? Ah. Ach, das ist doof, dass ich das nicht habe. Ich kann keine Drucksensitivität irgendwie. Oh, das ist schade. Ja, ich habe jetzt nur eine Strichstärke. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich meine, okay, ich kann damit noch leben. Knallibär, moin moin. Wie eine Rakete sieht das aber nicht aus. Natürlich. Genau, und das Coole ist halt, man kann jetzt in dem Bild... Oh Gott, ist das süß! Mit Venture und Zoe! Oh Gott, ich breche ab! Oh mein Gott, ist das knuffig! Oh, das ist total süß. Ich weiß, wer von den beiden schon Zoe und wer Venture ist. Warte, die eine muss ich noch nackig malen. Stimmt. Da ist was rosa und... Ja, am Rücken, ja, die kleine Maus, ey. Das ist mein Psychovogel, weil die hat echt... Die ist echt... Das habt ihr noch nicht erlebt. Die ist total crazy drauf. Jetzt auch noch rosa. Hi, kann einer bitte einen brennenden Zirkus Lilliputaner zeichnen? Knallibär. Den Gefallen können wir dir sehr gerne tun. Oh, ein gestreifte Rakete ist auch cool. Aber warum kann ich diese Drucksensitivität nicht haben? Das ist doch blöde. Oh Gott, cool. Ich kann das ja noch sogar wegmachen hier. Ey, das ist ja geil. Was war die Ansage? Ein brennender was? Ein Zirkus-Lilliputaner, der brennt. Wie kommt man auf sowas, bitte? Ich hab nur eine Druck... Oder ich probier mal... Ich nehme mal noch einen anderen Browser. Ich habe hier den Link. Ich probier mal mit Edge habe ich auch noch. Edge. You don't. Der ist irgendwie nicht so Lilliputaner, ich fällt mir gerade auf. Scheiße. Okay, Ratzefummel. Ja, also sieht ja. Hey, you don't own a layer. Double click to take one or create a new layer. Ja, wo kann ich denn hier ein? Ach so, da. Oh, hier habe ich auch keine Drucksensitivität. Was ist das denn? Das Dragomir raided mit 12 Zuschauern. Oh mein Gott! Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Nikotsuzu, vielen lieben herzlichen Dank und herzlich willkommen. Und Namefa Live, Hallöchen, Netshirt, Dragomir, vielen herzlichen Dank. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Und der Greenie, moin. Julia, ich guck mal rüber zu Gronkh, dann hast du was zu lachen. Ich kann gerade nicht gucken. Ich würde sehr, sehr gerne.
Kann ich Dinge füllen? Man kann das jetzt auch... Ja, das müsste gehen, ganz links. Da hast du so eine Auswahl. Aber, oh, da gibt's doch kein Füllen, oder? Aber welches da? Oh, scheiße. Ich sehe eine Hand. Ja, genau, ich sehe auch eine Hand. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream, Dragomir. Ja, willkommen zur 500-Follower-Party. Naja, fast für 550. Schön, dass ihr da seid. Ich habe keine Drucksensibilität. Also, das ist wirklich... Ich verstehe es gerade gar nicht. Hm. Ach, egal. Wohin oder wie? Ich verstehe es nicht. Ich habe jetzt zwei Browser ausprobiert, aber... Ich kriege da keine Sensitivität irgendwie hin. Bestimmt irgendeine doofe Einstellung. Aber warte mal, Edit. Install Extensions Reset Settings. Nö, ich hab das nicht. Das ist ja crazy. Der brennende Lilliputaner ist ja geil. Er sieht bloß leider nicht so wirklich lilliputanerig aus. Oh, danke für den Abo, Knallibär! Nee, du... Ja. Ein Geschenk-Abo für Lille. Vielen lieben Dank. Hallo. Und Dragok, vielen lieben Dank für deinen Follow. Danke, danke schön. Und herzlich willkommen. Ja, ich habe hart... Alles Banane, du Pflaume! Ich habe hart gefailt bei SMW. Ich wollte gerade eigentlich 20 Minuten Challenge üben, aber heute ging gar nichts. Aber die Yoshis fanden es wohl spannend. Ach, ein Super Mario World. Oh, das kann auch mitunter schon ziemlich hart sein. 81 Calls, moin moin. Dann viel Spaß, liebe Lilith, mit den Emotes. Ist das nur bei mir so, dass die Bitrate ja, bei dem Sub droppt die Bitrate. Oh, also bei mir lief es gerade okay, aber ich habe heute ein bisschen Probleme. Ich habe den Stream schon so das zweite Mal jetzt gestartet. Oh Mann, das ist so süß. Ich will das gar nicht wegmachen. Ich mache gleich einen Screenshot, wenn wir das fertig haben. Und dann fangen wir mal an, ein kleines Spiel damit zu betreiben. Ja. Aktiver was? Was ist das für ein krasser Name? Meine Güte. I like big butts and I cannot lie. Kannst du mal dabben? Was? Dabben? Das liegt an den fliegenden Emotes, die kosten Julia halt Rechnerleistung. Aber normalerweise habe ich das nicht, Ria. Ich habe eine Auslastung von 9,1%. Das ist nicht viel. Ich hab 80 Emotes, glaube ich, eingestellt. Oh! Danke für die 100 Bits, 81 Calls. Vielen herzlichen Dank. Ja, nur kurz. Ich weiß es nicht, komisch. Also normalerweise hat... Was ist denn hier los? Der Greenie, vielen herzlichen Dank für dein Follow. Und Hallöchen. So, warum kann ich keine... Warum habe ich hier keine... Ich kann nur in einer Druck... wie heißt das? Sensibilität zeichnen. Das ist doch voll bescheuert. Hat es denn heute Morgen funktioniert? Nee, heute Morgen hatte ich, glaube ich, auch nur eine. Das fand ich auch schon ein bisschen merkwürdig. Ich weiß auch nicht, wo ich das hier irgendwie vielleicht gesondert einstellen kann. Was habe ich denn jetzt hier aufgemacht? Oh, das ist ja so ein crazy, eine crazy Oberfläche. Änderung speichern? Oh, nein! Doch. Oh, was ist jetzt passiert? Ich hoffe, bei euch geht's noch. Ich bin gerade noch ein bisschen am Rumtesten hier, wie ich meine Drucksensitivität irgendwie noch laut vorlesen. Ach, oh Gott, jetzt weiß ich, wo ich bin. Bin ja völlig verkehrt hier. Warte mal, normal. Oh, man kann sogar multiplizieren und Color Burn und Light. Man hat sogar Ebenen Möglichkeiten, die einzustellen. Was? Das ist ja der Hammer, ey. Das ist ja ein bisschen fast wie Photoshop Light. Ja, schon eine Weile Calls. Bei Drawpile hatte ich auch keine Druckstufen und massives Gezitter. Warum ist das eigentlich so? Das ist doch total komisch. Die anderen haben ja auch ein Grafiktablett. Aber ihr habt ein anderes, ne? Gut, bei... Ja, dein altes. Ja, genau. Ich hab das gleiche wie Karin. Stimmt. Das ist ja komisch. Das ist ja komisch.
Wieso geht das dann bei mir nicht? Okay, aber ich kann damit leben. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Wenn ich jetzt gar nicht zeichnen könnte, das wäre viel, viel schlimmer. Darf ich auch kurz... Ja, natürlich! Claria! Ich kann dir den Link nochmal geben. Warte. In den Chat schmeiße ich dir den mal. Und da kommt er schon. Och, jetzt muss ich mich wirklich benehmen. Nein, nein. Hoffnung mal ist verloren, keine Angst. Ganz genau. Aber das ist wirklich crazy. Warte mal, ich glaube, ich kann die Tastatur jetzt mal weg vom Schoß nehmen, weil wir jetzt nicht mehr schreiben müssen. Aber komisch ist das trotzdem. Wieso geht das bei mir nicht? Ich hab doch auch ein Syndic wie ihr. Bei mir, wenn ich recht... Schmeckt noch. Wenn ich es eingestellt habe, dann verändert sich das nicht mehr, oder? Das ist echt crazy. Kann ich hier eigentlich auch... Oh mein Gott, das geht ja da unten noch weiter. Crank. Also ihr Lieben, ich will euch mal kurz was erklären. Ich habe mir überlegt, man könnte ja daraus ein kleines Spiel machen. Jemand fängt quasi an, an einem Beispiel einen Drache zu zeichnen. So, jemand fängt an, einen Drache zu zeichnen. Und nach einer Minute wird Stopp gesagt. Und der Chat kann zum Beispiel irgendeinen Begriff reinhauen. Egal was. Und der Nächste muss das dann in dieses Bild irgendwie mit einbauen. Und ich glaube, das könnte vielleicht eventuell funktionieren und ganz witzig sein. Aber ich muss jetzt mal schauen, ob das überhaupt funktioniert, weil ich habe selber noch nie gemacht, aber das wäre zum Beispiel so eine witzige Idee. Aber wenn ihr selber irgendwie eine coole Idee habt, wie man gemeinsam quasi an einer Leinwand arbeiten kann, weil ich finde das cool, wenn man dann irgendwie so auf die Zeichnung des davorigen Zeichners eingeht. Was ist das denn da oben? Das sieht ja lustig aus. Was passiert da? Die Rakete sieht jetzt ein bisschen pervers aus, Leute. Aber nur ein bisschen. Wir hat seine kleinen zwei Raketenfreunde mitgebracht. Mhm. Welches Layer ist frei? Du kannst dir einen neuen Layer machen, Ria. Oder hast du es schon rausgefunden? Ich glaube, man kann sowieso nicht auf die Layer der anderen greifen. Man sieht immer links daneben. Ganz rechts siehst du so eine Auswahl. Add Layer, da musst du draufklicken. Welche Rakete denn? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich find's doof, dass ich kein... Drawing Settings, hier sind sie. Oh Gott, wow. Wo denn? Aber da ist nix. So, ist besser für die Augen, wenn wir nicht auf weiß malen. Das mache ich sowieso nie gerne. Kriegt man ja Augenkrebs. Bugs, Olli schreibt welche. Also, einfach mal eine, genau. Einfach nur add Layer. Hat das geklappt, Ria? Ach, das ist wirklich eine Rakete. Eine rosa Rakete? Ja, natürlich. Von einem rosa Astronauten. Was soll das denn sonst sein? Bei mir ist sie ja gar nicht mehr drin. Ach nee, du bist jetzt nur nicht mehr angemeldet, wo du bist. Echt? Du hast recht. Oh mein Gott. Warte mal, ich mach mal wieder mit dem anderen Dings auf. Das ist mir gerade hier zu blöd. Ich wusste gar nicht. Ich dachte, es wäre beschränkt auf 5. Das ist auch interessant zu wissen. Wie wollte ich denn jetzt? Ja. Cool. So. So, jetzt bin ich wieder drin. Diese Seite übersetzen, ja bestimmt. Jetzt haben wir schon so viele Layer. Wie krass ist das denn bitte? Oder nee, das ist meine, ne? Kann ich auf diese zeichnen? Ja. Okay, also ich kann wohl zeichnen, aber... Hab ich das gemalt? Aber eures kann ich zum Beispiel nicht lächeln. Nee, kann man auch nicht drauf zugreifen. Genau. Wir haben ein bisschen mehr Platz. So.
Tja, dann habe ich halt keine Drucksensitivität. Was soll's? Muss ich mit leben. Es könnte sein, dass ich das, Gesundheit! Merci. Oh Mensch, da könnte man auch kleine Animationen irgendwie machen, glaube ich. Mit An- und Ausblenden oder so. Oh mein Gott. Das ist irgendwie witzig. Ich finde das cool. Oh, wieso habt ihr alle eine Druckempfindlichkeit, nur ich nicht? Ja. Ria, was hast du denn für ein... Du hast, glaube ich, das 22, oder? Hast du das 27 HD? Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. Also da ist eine rosa Rakete und Ria hat Druck. Ich denke jetzt nichts mehr. Oh, das ist voll doof ohne Drucksensitivität. Ivy, das auch. Naja, wir können jetzt erstmal so ein bisschen drauf los und dann versuchen wir einfach mal in diese Sache. Ja, ist ja auch entspannend irgendwie. Das ist ein bisschen verwirrend, dass ich keine Drucksensitivität habe. Das ist ja wie 1990 hier. Mit einer Maus zu zeichnen. So, und jetzt auch behaarte Murmeln. Was? Behaarte Murmeln? Kann man sich eigentlich all seinen Kram packen und kleiner schieben? Nee, oder? Das frage ich mich auch gerade. Man kann ja markieren. Man kann markieren und dann das... Man kann doch, man kann es verschieben. Hui! Ja, verschieben schon, aber nicht kleiner machen. Das ist das Problem. Ach so, okay, verkleinern. Weil Steuerung T öffnet bei mir einen neuen Browser. Oh. Warte mal, Edit, Invert Selection, Install Extension. Nee, ist auch Quatsch. Stimmt, verkleinern habe ich auch noch gar nicht gefunden. Ich habe das Sven geschrieben, der rastet voll aus und will auch. Sehr gut. Seine Reaktion, ich muss sofort nach Hause. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Ja! Oh, herrlich. Es ist aber auch echt geil, ne? Ich sag's dir. Wie kann ich denn jetzt wieder... okay. Fit on screen, flip horizontal, reset rotation, full screen. Oh, scheiße. Guck, wie ist das im Fullscreen wieder raus? Oh. Hilfe! Ich habe schreckliche Dinge getan. Oh oh. Oh Mann, wenn man irgendwas drückt, ne, dann weißt du nicht mehr, wie du aus dem Fullscreen rauskommst. Ah, jetzt. Okay, jetzt bin ich draußen. Oh, puh. Ja, immer mit einem neuen Programm, ne? Ich sag's dir. Ja, erstmal alles kaputt machen. Weiß jemand von euch, wie man eine Markierung wieder wegkriegt? STRGD? Ja, bei Photoshop vielleicht. Scheiße! Pass mal auf, das funktioniert. Es funktioniert! Also, wie geil ist das denn, Kari? Oh, schön. Julia wollte uns nur nicht vertrauen. Ich dachte jetzt, ja, klar. So einfach ist das bestimmt. Oh. Dankeschön.
Bert. Wer ist denn der gelbe Pinguin? Der gelbe Pinguin? Ja. Der gelbe Pinguin? Ja. Der gelbe Pinguin? Wir können ja mal malen. Ja, ganz oben sind doch Icons. Stimmt. Und oben rechts siehst du, wer du bist. Ganz oben rechts ist mein Ihr seid alle Anonymous. Ja, ich bin das Küken. Ich bin der Affe, das passt. Das passt. Und wer ist Steffi? Ich bin der alte Affe. Och nein, der ist doch süß. Nein, ich find's genau richtig, Alter. Dass ich der Affe bin, ist genau richtig. Das ist so geil. Die Affen aus Monkey Island. Die dreiköpfigen. Also wenn wir um 1.30 Uhr noch hier sind, kommt Sven eventuell dazu. Natürlich! Okay. Das schaffen wir. Wenn wir beim letzten Mal schon bis 4 Uhr gemacht haben, ne? Das ist doch nichts für uns. Da haben wir uns aufgewärmt. Oh, aber ich möchte bis dahin Drucksensitivität haben. Ich habe jetzt Stylus Pressure installiert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich starte mal den Dings nochmal neu. Aber erstmal gucke ich mir den Link. Nicht, dass ich hier gleich... Oder warte mal, ich habe den ja noch im Dings... Oh Gott, ist das alles einfach süß. Und das macht Riesenspaß, oder? Ich wollte das mal, ich wollte das so lange schon mit euch ausprobieren. Ich bin so froh, dass das... Der malt ja gerade dieses niedliche kleine, ich weiß noch nicht, was es wird, in der Mitte oben. Oh, Ria ist dabei. Mit, ich muss mich hier unbedingt anmelden. Das ist schön, ne? Können wir gerne öfters machen. Auch das. Gefällt mir gut. Das macht nämlich richtig Laune und ich hatte das schon so lange mit euch mal vor. Und das packst du erst jetzt aus. Ja, okay, vorher hätte ich mich vielleicht irgendwie nicht getraut. Ist okay. Ich weiß auch nicht. Das ging immer irgendwie. Ich habe ja sogar eine Discord-Gruppe schon aufgemacht dafür. Da ist sogar Steffi mit drin. Und Pixel-Tapse. Und Steffi? Ria. So lange ist es schon her. Steffi? Ja. Und warum weiß ich da nichts von? Vergesst. Kennst mich doch. Ich hab Käse. Sieb hören wollte ich jetzt sagen. Sepia hören. Auch. Alles davon. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, eine Drucksensitivität zu bekommen. Das ist irgendwie crazy, obwohl ich mir schon so ein Stylus-Dingsbums hier installiert habe. Vielleicht kriege ich es ja noch hin bis um 1.30 Uhr. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Lass die Zeit, wir haben Spaß. Da hast du schon so ein teures Tablet und dann geht das nicht mal. Was soll das? Ach so, ich bin der Pinguin. Will auch mitmalen. Der Link ist dort im Chat gerade, lieber Bird. Bird 3E. Ich mach mal das wieder weg. Wir können auch gleich eine neue Leinwand aufmachen. Ich glaube, die ist auch gleich voll, oder? Ja. Oh mein Gott. Diese Erlaubnis. Kellertasche, meine Güte, geil. Schön, dass du da bist. Einen schönen guten Abend. Und Lepo Bakuel. Kellertasche. Das ist kein L, das ist mein Ausrufezeichen. Lepo Back. Moin, moin. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Oh Gott, ist das süß. Und das sieht so traurig aus. Das sieht so traurig aus. Ja. Da muss ich halt mit ganz dünnen zeichnen. Und oh, was ist denn jetzt los? Name for Life. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Follow und einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Bei Julia wird irgendwie nicht alles angezeigt. Ach so, das liegt daran, weil ich habe das hier gerade so ein bisschen verschoben. Ich bin gerade so ein bisschen am rumprobieren, wie ich damit vernünftig klarkomme. Ich habe den geilsten Alert gekriegt. Ja, den hast du. Auf jeden Fall. Oh. Ja, ihr Lieben. Ich fühle mich gerade ein bisschen von diesem Programm verarscht. Weil ich keine Drucksensitivität habe. Alle außer mir haben Drucksensitivität. Kannst du es vielleicht irgendwie in dem Programm selbst einstellen? Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Tab? Ich suche gerade wie eine Bekloppte. Also ich bin hier schon alles durch. Ich habe auch ganz viel gefunden, aber nicht das, was ich brauche. Das ist ja immer so. Mhm. Drawing Settings. Mensch, das klingt doch schon mal gut, oder? Da klicke ich mal drauf. Oh, Mensch, toll.
Ich kann den Namen des, der Zeichnung ändern. Und die Größe, das ist sehr hilfreich. Cool. Changelog, help home. Ich muss mir irgendwann auch mal dringend... Oh Gott, ist das süß. Oder ich probier's mal mit Firefox aufzumachen. Vielleicht geht's dann. Das ist süß. Na, das kleine Monsterchen. Ja, oh, ich war's nicht drunter stehen. Ist das von dir, Steff? Na. Das ist nicht süß. Es ist traurig und bemitleidenswert. Ja. Aber es ist so niedlich. Ja, das ist es. Warum könnt ihr alle so gut zeichnen? Tja. Warum macht ihr das alle den ganzen Tag? Weil ich gerne Brot kaufen möchte und meine Miete zahlen möchte und Das ist jetzt keine Entschuldigung. Sorry. Gna! Es geht nicht. Ich habe jetzt alle drei Browser durch, die ich habe. Und da bin ich doppelt eingeloggt. Oh, warte mal. Das ist doch blöd. Schon mal nach dem Spiel gegoogelt zusammen mit einem Wacom-Tablet. Und stimmt, der du hast recht, das könnte ich mal machen. So habe ich das bei Scribble.io rausgefunden, weil ich einstellen muss. Browser. Das ist eine gute Idee, Carina. Cintiq. Hin und wieder. Ja, immer. Ihre immer öfter. Ja, ab und an. Ganz selten. Was habe ich nochmal? Achso, das ist 5. Und das ist Eggie. Eggie.io. Ey, guck mal, das ist wie Scribble.io, ne? Eggie. Ja. Help. Draw a picture together with your friends. Natürlich. Opera Chrome. Stylus Pressure is supported on Windows Systems using our Customs Extension for Google Chrome. Habe ich gemacht, funktioniert nicht. Pressure is supported to all WinTab compatible tablets. Mhm. Was? Das ist geil. Ich hab doch. So. Kopieren. Du kannst es. Komisch. Ich mag das kleine Vieh. Ja. Ich glaube, ich möchte doch kein Bombard mehr. Und weiter. Dass ich kein Bombard haben will, oder? Mhm. Ich könnte das Vieh als Emotes. Interessant. Wenn ich hier draufklicke, dann geht was auf und dann geht es aber sofort wieder zu. Sehr verrückt. Gott. Ich kann mich auch gerne noch weit weniger ausbreiten. Wenn ich hier gerade. Nein, mach weiter! Wenn ich hier gerade irgendwie den Weg zeichne. Jetzt hör bloß nicht auf. Nein, bloß hier hat eben jemand gezeichnet und ich will auch noch hinten reinzeichnen. Ich weiß, was es wird. Ich weiß auch, was es wird. Sieht sofort. Das ist so gut. Sieht aber so böse aus. Das wird nicht so böse aussehen. Ich muss dich doch bezahlen, meine Emotes zu machen. Kennt ihr Ghostwriter? Ich habe einen Ghostzeichner. Chrome neu starten. Ja. Ich kann es nochmal versuchen, neu zu starten. Also, ich mach's zu. Aber es hat eben schon nicht funktioniert. Ich verstehe es nicht. Aber das ist echt doof, ohne Drucksensibilität zu zeichnen. Ja. Das ist echt komisch. Wundert mich, weil alles andere funktioniert ja, nur bitte nicht. Das ist natürlich mein Dings weg. Oh. Hm.
probieren. Und einfügen. Oh Gott, da wirst du ja bekloppt bei der Farbe von dem... Oh, oh Gott, die Rakete! Sie explodiert gleich! Eddie, Julia ist ein Krümelmonster und eben hatte das Krümelmonster noch einen wunderschönen Bart. Ja, ja, das stimmt, der ja. Der hätte dich ganz wuschig gemacht. Ich weiß nicht, was du meinst, Eddie. Mann, das sieht sich irgendwie krank mit dem Bild. Oh Gott, der, ich wusste es. Es ist jetzt 10 vor 12 und der Typ ist immer noch nie fertig. Ja, der muss das Spiel ja jetzt spielen. Oh Gott. Und während er das spielt, packt er immer was aus dem Karton aus, weil das braucht er für das Spiel. Julia. Ja? Suse hat was Kleines gekritzelt und im Discord gepostet. Oh, da muss ich gleich gucken. Sie hat mir nämlich auch noch was geschickt. Ich glaube, das hat was mit ihrem Beitrag zu tun. Dann hat sie das vielleicht nur bei dir geschickt. Wie verschiebt man die Ebenen? Das ist eine gute Frage. Ebenen verschieben? Du kannst mit Ebenen verschieben. Ich weiß nur, wie du das ganze Bild verschieben kannst. Meinst du das so hier? Also, das geht mit links in der Auswahl. Da hast du ja so eine Menüauswahl, wie bei Photoshop. Da ist ganz links oben das Move oder V, wenn du V drückst. Das Move-Werkzeug. Darf ich bitte mein Vieh selbst kolorieren? Ich bin das nicht. Ich bin's auch nicht. Ich hätte gerne Drucksensitivität. Das wäre super schön. Du kleines, mieses Drecksprogramm! Native Plugin is not installed. Download und install from here. Hä, hey, hab ich doch gemacht. Oh, was hattest du denn, Eddie? Erzähl. Ich bin ganz Ohr. Das geht ja immer noch nicht. Was soll denn passiert hier? Aber Eddie, erzähl. Oh mein Gott, ich soll es erzählen. Na klar. Oh, habe ich mich jetzt erschreckt. Die Stimme zu hören. Wo kommt die Stimme in meinem Kopf her? Warum klingt die wie Eddie? Ja, was ist hier los? Ja, schon dezent scheiße, wenn ich der Administrator von deinem Server bin, ne? alles okay. Ich habe mich nur gerade so erschreckt. Ich bin gerade am Installieren von Treibern und... Naja, mal gucken. Julia, weil ich die Einzige bin, die keine Drucksensitivität hat. So ein Scheißverein hier. Scheißverein! Das kann nicht wahr sein. Mitrufen. Das funktioniert das nicht. Es geht immer noch nicht. Das ist okay. Das geht alternativ auch. Oh, ich kann restarten. Plugin works okay. Restart. Ne, da works überhaupt nicht. Ich hab... Ja, es geht! Ich habe endlich Drucksensitivität. Ja. Ich musste Julia, ich weiß ja nicht, aber bei deinem Stream-Overlay... Ja? Oh! Scheiße. Ja. Ja, ich glaube, mein Neustart wäre angebracht. Alles klar, bis